stellen. Und die Moderation übernimmt netterweise Herr Jürgen Kaube von der FAZ. Und damit ist im Prinzip meine Einführung schon beendet. Und ich wünsche Ihnen eine interessante Veranstaltung und einen interessanten Dialog über dieses kleine Buch. Ja, vielen Dank. Ich stelle ganz kurz die Beteiligten vor. Claudia Neu ist Soziologin, kommt aus Mönchengladbach. Jens Kersten ist Jurist, kommt aus München. Bertolt Vogel ist auch Soziologe und kommt aus Göttingen und Hamburg, wenn ich es jetzt richtig erwähnt habe. Die drei haben dieses Buch gemeinsam geschrieben, über das wir jetzt diskutieren wollen. Das Prozedere sieht so aus, wir werden so eine Dreiviertelstunde uns hier auf dem Podium unterhalten. Ich werde ein paar Fragen stellen. Dann können Sie einsteigen, sich melden. 20 Minuten, irgendwie so. Wir sehen, wie lang es interessante Debatten gibt. Und dann gehen wir raus, dann gibt es Brezeln und Wein aufs Haus. Und Sie können, so Sie denn von den Thesen und Argumenten überzeugt oder ausreichend nicht überzeugt sind, das Buch da draußen dann auch erwerben. Gut. Wir fangen an, so haben wir uns gesagt, mit so einer kleinen, das ist so einem kleinen Making-of. Sie erzählen kurz, wie Sie das gemacht haben. Ist ja relativ ungewöhnlich. Drei Autoren für ein Buch und dann auch noch aus so unterschiedlichen Fächern, empirischen, eher normativ orientierten Fächern, wie das gelaufen ist. Und dann kommen wir gleich zu den Thesen und dem, was drin steht. Also, bitte legen Sie los. Gut, ich bin gebeten worden, doch zum Pult zu gehen. Also, will ich den auch heute lassen? Wo ist denn jetzt mein Blättchen hin? Hier. Ja, genau. Ja. Ja, ich darf mich im Namen auch meiner beiden Mitstreiter ganz herzlich bedanken für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir heute unser Büchlein vorstellen dürfen und Sie anderthalb Stunden mit uns verbringen wollen. Wir haben eben festgestellt, dass wir zwar jetzt schon eine ganze Menge Erfahrung gesammelt haben in dem schnellen Miteinanderschreiben, dass wir aber noch nie gemeinsam aufgetreten sind. Bertolt Vogel und ich hatten zwar heute unsere Zweier-Kombi-Premiere beim Demografiekongress, der augenblicklich hier in Berlin stattfindet, aber zu dritt sind wir so noch nie aufgetaucht. Ja, Making of hört sich jetzt fast gewaltiger an, als es ist. Wir beschäftigen uns alle drei seit längerem mit dem demografischen Wandel und haben immer wieder auch in unseren Schriften aufeinander verwiesen. Wie Sie sich denken können, Jens Kersten als Jurist eher aus der, wie Sie auch im Buch sehen werden, Verfassungsstruktur. Sein besonderes Thema auch die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Bertolt Vogel als Soziologe mit einem Thema, was vielleicht jetzt sich nicht unbedingt aufdrängt, dem Wandel der Bediensteten im öffentlichen Dienst. Und ich habe mich vor allem beschäftigt mit dem demografischen Wandel in ländlichen Räumen. Und unsere gemeinsame Klammer ist in den vergangenen Jahren eigentlich immer wieder die Daseinsvorsorge gewesen und der Wandel der Daseinsvorsorge. Was bedeutet das eigentlich für uns und unsere Gesellschaft? Inwieweit ist überhaupt Daseinsvorsorge strukturbildend für unsere Gesellschaft gewesen? Und da haben wir uns auch über einen gewissen Prozess dahin durchgearbeitet, dass es um mehr geht, als dass Schrumpfung eigentlich nur bedeutet, wir bauen irgendwas ab und dann passiert nichts, also im Sinne von weniger Menschen brauchen auch weniger Infrastruktur. Und so ist auch der Infrastrukturbegriff neben der Verfassungsstruktur und den harten Daten, was bedeutet das eigentlich für Sozialversicherungen, für Altersdiskriminierung, für verschiedene andere Themen, immer wieder ein ganz besonderer Punkt gewesen. Und vertreten vor allem eben durch Bertolt Vogel auch der Punkt, inwieweit eigentlich der Abbau oder der Wandel der öffentlichen Bediensteten auch ein Teil, also der Daseinsvorsorgeleistenden, die Daseinsvorsorge überhaupt bereitstellen, welcher Wandel hat da stattgefunden und was bedeutet das am Ende auch für eine sich wandelnde Sozialstruktur und das nicht nur im ländlichen Raum. Vielleicht noch zum wissenschaftlichen Hintergrund. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass der demografische Wandel ganz lange nur als Problem Ostdeutschlands wahrgenommen worden ist. Und dann vor allem der ländlichen Räume, so dass es mir bis heute so scheint, dass Schrumpfen und Altern weiter Teile Deutschlands immer noch politisch fast nicht vermittelbar ist. Also nicht, dass der demografische Wandel nicht mittlerweile in aller Munde ist, aber was das für unsere Gesellschaft, unseren Zusammenhalt, unsere sozialstrukturelle Zusammensetzung bedeutet in einer Gesamtheit, ist, glaube ich, bis heute nicht überall wirklich angekommen. Wenn überhaupt.
Und in den vergangenen 10 Jahren ist ja sehr, sehr viel passiert, auch an Forschung, an Diskussionen. Dann sind es in der Regel doch Partialanalysen gewesen. Hier mal ein bisschen an der Rentenversicherung geschraubt, hier sich angeschaut, was passiert mit den Arbeitskräften. Dann wieder, warum entleeren sich ländliche Räume. Dass aber tatsächlich eine integrierte Betrachtung stattgefunden hätte, die über diese Einzelbetrachtungen hinausgegangen wäre, das haben wir doch sehr stark auch vermisst. Also eine interdisziplinäre oder systemische Betrachtung des demografischen Wandels steht eigentlich noch aus. Nicht, dass wir das in unserem Büchlein jetzt abschließend leisten wollten, aber doch einen Beitrag dazu zu sehen, dass es um mehr geht, als dass da vielleicht nur Bevölkerung weniger wird und dann vielleicht in Stuttgart mehr wird. Wir haben natürlich den demografischen Bericht der Bundesregierung, der bleibt aber in weiten Teilen eigentlich hinter den Anforderungen zurück. Und da sieht es fast so aus, als ob wir irgendwie nur altern und das ist ein Thema, mit dem alle sich noch irgendwie anfreunden können. Wenn es dann aber schon um Entleerung und Infrastruktur geht und dann ganz heikel wird es dann bei Migration. Und das meinte ich auch mit dem Thema, das politisch ausgesprochen schwer vermittelbar und das ist immer noch ein sehr heißes Eisen. Wir wollten aber nicht bei der Rhetorik des Verlustes stehen bleiben. Das kennen wir und dazu gibt es auch ausreichend Veröffentlichungen und wir wollten auch nicht hier Sie langweilen mit 10.000 Grafiken, wo dann hier Pyramiden wieder gezeigt werden und dergleichen, sondern wir wollten tatsächlich einen Beitrag leisten zu einer Diskussion und die Rückmeldungen, die es in den vergangenen Wochen dazu gegeben hat, ich will jetzt ein bisschen unbescheiden sein, scheinen das auch ein bisschen eingelöst zu haben, eine Diskussion anzuregen darüber, dass es nicht immer nur ums Weniger geht, sondern auch, also das heißt nicht, dass es jetzt dringend um mehr geht, sondern wie gestalten wir das Weniger eigentlich bei gleichzeitigem Wachstum in anderen Regionen oder in anderen Bereichen. Also einen Beitrag dazu zu leisten, wie können Lösungsansätze aussehen, jenseits der bisher ausgetretenen Pfade, weil die scheinen nicht wirklich weiterzukommen. Also für viele Gemeinden heißt das einfach, wir schrumpfen, wir bauen Infrastruktur ab und hoffen, dass irgendwie wir dann zurechtkommen. Es gibt natürlich auch viele Gemeinden, die das nach wie vor einfach leugnen oder hoffen, dass der demografische Wandel an ihnen vorbeigehen wird. Wir haben auch sehr schnell festgestellt, dass entweder soziologische oder juristische Betrachtungsweisen alleine eigentlich nicht ausreichen. Und wenn wir zu Lösungsvorschlägen kommen wollen, dann müssen wir einen Schritt darüber hinausgehen und eben auch gemeinsam daran arbeiten. Und eben, dass der demografische Wandel zum Beispiel der Infrastruktur in Beziehung gesetzt wird zum Wandel der Sozialstruktur. Und das erscheint uns so, dass bisher eigentlich auch die politischen und sozialstrukturellen Folgen des demografischen Wandels ausgeblendet werden. Wenn dann nur in Horrorszenarien, die in Feuilletons erscheinen oder dann mit Verleumdungen wie DDR, nur der dumme Rest bleibt zurück. Das hilft aber nicht wirklich weiter, sondern zu sehen, welche Situation ist da, die ich erst einmal akzeptieren muss und gleichzeitig aber auch schauen muss, was bedeutet das für die Zukunft? Was heißt es eigentlich für die demografische Zukunft und auch die demokratische Zukunft unserer Gesellschaft? Wir steigen ja gleich noch etwas tiefer ein, daher nur zum Abschluss noch. Uns lag es sehr daran, mit vielleicht dem Begriff der Sichtbarkeit der Infrastrukturen wieder darüber nachzudenken, dass wir die Situation, wie wir sie haben, stärker in der Gesellschaft diskutieren müssen und es nicht bei den Partialanalysen belassen und auch nicht bei dem, es wird ohnehin alles nur schlimmer und wir hoffen, dass es an uns irgendwie vorbeigehen wird, sondern miteinander zu diskutieren und deswegen vielleicht erscheint das Buch nicht so hoffnungsvoll, wie wir es eigentlich gemeint haben, im Sinne doch auch die Demokratie wieder dazu aufzufordern, über bestimmte Dinge zu verhandeln und auch daraus einen politischen Prozess zu machen und den nicht Einzelnen zu überlassen, sondern tatsächlich zu einem gesellschaftlichen Diskurs anzuregen. Soweit von mir. Vielen Dank. Ja. Ja, ich würde gerne mit einer ganz einfachen Frage nach dem Problem sozusagen beginnen. Worin liegt eigentlich genau das Problem? Wenn man sich historisch anschaut, haben es Gesellschaften relativ schwer, stabile Bevölkerungszahlen zu halten. Das ist ganz unwahrscheinlich, dass sie nicht wachsen oder nicht schrumpfen. Und gleichzeitig ist auf der Ebene der Demografen ist immer so, dass sie beides schlimm finden. Also wenn sie zu stark wachsen, dann Überbevölkerung, ich weiß nicht, Massengesellschaft. Und wenn sie schrumpfen, ist es auch nicht in Ordnung. Wo sehen Sie eigentlich die wichtigsten von solchen
Schrumpfungsprozessen, in unserem Fall jetzt mit solchen Schrumpfungsprozessen verbundenen krisenhaften Entwicklungen, Probleme, Dinge, wo man sagt, das ist jetzt nicht einfach nur ein graduelles sich ändern irgendeiner Zahl, ja, von 80 Millionen auf 70, und natürlich gibt es irgendwo anders Länder, die 70 Millionen Einwohner haben, jetzt schon, sondern damit geht, wenn man so will, irgendwie etwas Soziales einher. Da ändern sich nicht einfach nur die Zahl von Körpern im Raum. Also wo liegt das Problem? Also ich würde sagen, das Problem liegt an zwei Dingen vielleicht, Kohäsionserwartungen und Konfliktbefürchtungen, die mit dem Thema zusammenhängen. Wir haben das Buch ja nicht ohne Grund Demokratie und Demografie genannt, weil wir eigentlich, und Claudia Neu hatte das ja gerade schon angedeutet, weil wir schon die Absicht hatten, die Demografiedebatte etwas aus ihrer, sagen wir mal, strukturalistischen Verfestigung rauszuholen, die eine ganze Reihe von Daten produziert, eine ganze Reihe von Schaubildern produziert, die dann unterschiedlich bewertet werden, mit Befürchtungen belegt werden, mit Untergangsszenarien, aber auch mit Hoffnungsszenarien belegt werden, sondern das explizit auf die Frage von Demokratie zu beziehen, also auf eine, wenn man so möchte, auch auf eine bestimmte politische Lebensform zu beziehen. Und da denke ich, zu dieser politischen Lebensform der Demokratie gehört eine bestimmte Erwartung an Kohäsion einer Gesellschaft, an Zusammenhalt, an Zusammenwirken. Und es besteht in einer solchen Gesellschaft, glaube ich, immer auch die berechtigte Konfliktbefürchtung, nämlich inwieweit bestimmte soziale Prozesse dazu führen, die Gesellschaft dann auseinanderzutreiben, nicht behebbare Konflikte zu produzieren, etc. Also diese beiden Dimensionen, glaube ich, spielen dabei schon eine Rolle, warum wir es da mit einem Problem zu tun haben, weil der demografische Wandel und das, was wir als demografischen Wandel betrachten, doch in einem starken Maße konfliktträchtig ist. Darüber werden wir sicherlich auch noch zu reden haben heute Abend. Und weil eben auch gesellschaftlich, wie wir das nun auch immer bewerten wollen, bestimmte Kohäsionserwartungen da sind, die tatsächlich eben sehr stark mit dieser Frage von demografischer Entwicklung auch zusammenhängen. Und das war der Grund dafür, das auch so zu taufen, den Band, also von Demokratie und Demografie zu reden, weil wir tatsächlich auch über die politische Lebensform, in der wir uns da bewegen, sprechen wollen und darüber diskutieren wollen. Was sind das für Konflikte, die ich mir da vorstellen muss, wenn sich die Bevölkerungszahl ändert oder das Durchschnittsalter? Ja, also man kann das ja erstmal ganz formal sehen und sagen, natürlich eine Demokratie, ob wir jetzt 70 oder 80 Millionen sind, abstimmen können wir immer. Das Problem ist, man darf das, glaube ich, nicht so formal, oder wir glauben, man darf das nicht so formal sehen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten 60 Jahren zu einer sozialen Demokratie entwickelt. Und das bedeutet, wir haben verbinden mit unserer Demokratie zugleich ein Hochmaß an Inklusion. Es gibt viele Leute, die sagen, das darf man nicht machen, man muss das Sozialstaatsprinzip und das Demokratieprinzip, das muss man sauber getrennt halten. Wenn man sich jetzt anschaut, dass wir das nicht so sehen, dass wir sagen, wir haben in der Demokratie Kohäsionserwartungen, wo tauchen dann die Konflikte auf? Sie tauchen überall dort auf, und das vielleicht nur als Eingang, wo wir von der Grundannahme ausgehen, dass wir einfach immer mehr werden. Das ist bei der Rentenversicherung auf jeden Fall der Fall. Das ist bei der Auslastung und dem Wachstum von Infrastruktur der Fall. Und das Problem, dass wenn diese Kohäsionserwartung dann eben nicht eingelöst wird, wir dazu neigen, und das ist dann die symbolische Ebene, überzureagieren. Gerade auf der Demokratieebene. Das heißt, wir denken darüber nach, oder von Roman Herzog über Paul Kirchhoff wird darüber nachgedacht, es lassen sich noch mehr Namen nennen, einfach ein demografisches Wahlrecht einzuführen. Also denken Sie an Familienwahlrecht, denken Sie an Elternwahlrecht. Das heißt, Angehörige einer Familie haben mehr Stimmen, mehr Stimmgewicht als ohne. Hier liegt jedenfalls unserer Auffassung nach in solchen Ansätzen eine demokratische Gefahr. Denn wir lösen hier einfach in einer demokratischen Überreaktion auf die demografische Entwicklung und unsere Enttäuschung plötzlich haben wir einen Regress letztlich in, wenn man es jetzt pathetisch sagt, in die Zeit vor der Französischen Revolution. Das heißt, plötzlich haben wir wieder, um es dann später zu formulieren in der historischen Erwartung, ein biopolitisches Mehrklassenwahlrecht. Jenseits der
juristischen Einzelfragen, die ich Ihnen gerne auseinandersetzen kann, die damit verbunden sind. Ja? Denken Sie mal darüber nach, Sie haben zwei Eltern, ein Kind, wer übt denn dann die Stimme dafür das Kind aus? Jedenfalls jenseits dieser Einzelfragen fangen wir an, in der Gesellschaft also Menschen zu labeln. Er ist jung, sie ist alt und so weiter und so fort. Und er hat Kinder, sie hat keine Kinder oder wir umgekehrt und fangen jetzt an, politische Rechte dazu mitzuteilen. Ich glaube, das ist eins der Hauptprobleme und das war auch, glaube ich, oder ist eins unserer Anliegen, eine sachliche Diskussion darüber und vor allem keine Überreaktion. Ist es dann so, diese Vorschläge mit dem Familienwahlrecht sozusagen, die kommen ja selber auf, weil da auch ein Problem diagnostiziert wird, wenn man irgendwie sagt, Generationen, die gerade erwachsen sind, die neigen dazu, selber demografische Politik zu machen, nämlich zu sagen, die so in meinem Alter sind, deren Interessen sollten bedient werden und dann kommt diese Frage, zukünftige Generationen und dann sagt man, okay, die müssen irgendwie mit an den Tisch, wie kommen die mit an den Tisch, zum Beispiel dann durch solche Reformideen. Oder man sagt, die Leute mit den Kindern, die tun qua dieser Kinder so viel, zum Beispiel für die Sozialversicherungssysteme, also sollen die auch mehr Gewicht irgendwie in der Politik bekommen. Wenn man so argumentiert, argumentiert man ja ganz stark in Richtung Finanzierungsfragen, dass man sagt, das eigentliche Problem des demografischen Wandels sind Verwerfungen auf der Ebene der Finanzierung dessen, was wir uns an Wohlfahrtsstaat, Sie hatten Daseinsvorsorge genannt, so vorstellen als wünschbar. Ist das der Kern der ganzen Probleme, dass man sagt, es geht eigentlich um eine Frage, wer bezahlt das, von dem wir glauben, dass es der Kohäsion oder welchen anderen schönen Dingen dient? Oder ist das nur eines, ein Konfliktquell sozusagen? Also die Finanzierungsfragen müssen sicher geklärt werden, aber das ist eigentlich nicht der Punkt, deswegen haben wir das auch, glaube ich, nur sehr knapp gehalten. Uns geht es, glaube ich, eher darum zu sagen, dass wir es mit einem Wandel des Staatsverständnisses zu tun haben und so, wie wir Gesellschaft verstehen werden. Das wird nicht mehr die Gesellschaft sein des westlichen Nachkriegsdeutschlands, sondern wir versuchen, ja, vielleicht auch neue Mitspieler zu gewinnen. Also es geht auch eher darum, ein neues gesellschaftliches Miteinander, bei dem natürlich auch Finanzierungsfragen geklärt werden müssen, aber letztlich geht es darum, wie organisieren wir das Leben eigentlich neu und wer darf demnächst denn eigentlich noch mitspielen und wer darf nicht mehr mitspielen? Hängt das nur davon ab, wer das sich noch leisten kann oder geht es darum, wie wir auch solidarisch denen gegenüber sind, die es sich vielleicht nicht mehr leisten können? Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf. Also klar, ich würde natürlich schon auch sagen, das Finanzielle ist natürlich schon ein super Problem. Ich meine, wenn man sich ein bisschen in der öffentlichen Dienstleistungen umtut, sich ein bisschen bei den Kommunen umschaut, wie da die Situation ist, also das Stichwort der Daseinsvorsorge, der Infrastrukturdienstleistungen wurde ja schon genannt. Also da merkt man natürlich schon, klar, es geht auch um Verteilungsfragen, auch um Verteilung von finanziellen Ressourcen, ganz zentral. Aber ich glaube, was auf jeden Fall mit dazugehört, und das finde ich dann immer so das Interessante daran, gerade weil nochmal der Familienaspekt gerade eine Rolle gespielt hat, ist ja die Frage bei dieser ganzen Demografiedebatte, wer spricht da eigentlich? Und ich meine, im Wesentlichen spricht ja im Moment eine Babyboomer-Generation, die eigentlich den Eindruck vermittelt, dass alles noch weitgehend in Ordnung sei. Das heißt, unsere Sozialversicherungssysteme funktionieren ja im Moment, weil im Moment die geburtenstärksten Jahrgänge in Lohn und Brot stehen und auch kräftig arbeiten und auch auf relativ hohen Quoten arbeiten. Das Problem wird ja tatsächlich erst dann virulent werden, auch finanziell wieder virulent werden, wenn diese Babyboomer-Generation, also die Generation der, sagen wir mal, zwischen 1958 und 65 oder ihr beide, glaube ich, seit Jahren 67, nehmen wir euch nochmal mit dazu, also wenn man die 10 Jahre mal zusammennimmt, also diese Dekade, wenn die dann so allmählich in das Pensions- und Rentenalter kommen, dann wird ja tatsächlich auf den Staat nochmal eine besondere Belastung zukommt. Das heißt, also im Moment läuft die Sache ja relativ rund immer noch. Und ich glaube, das macht im Moment auch immer noch den Charakter der Demografiedebatte aus, dass wir eigentlich von den gegebenen Verhältnissen, wir können uns natürlich vorstellen, wie schlimm das alles mal werden wird, wenn die Gesellschaft vergreist und wenn keine Kinder mehr da sind, aber eigentlich eine richtige Vorstellung davon, glaube ich, wie eine alternde Gesellschaft oder eine Gesellschaft, in der, was weiß ich, 20-25% Hochbetagte leben, in der die Hälfte über 50 oder 55 Jahre alt ist, ich glaube, so eine richtige Vorstellung haben wir davon im Grunde genommen nicht. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Situation, in der ich mich befinde, wenn ich so durch Göttingen gehe, das ist eine Studentenstadt, hat man eigentlich den Eindruck, demografischer Wandel, wo soll der eigentlich stattfinden?
stattfinden. Wenn ich ein bisschen im Solling rumfahre, dann sehe ich kleine Städte und Dörfer, in denen mittlerweile jedes zweite Haus leer steht. Und ich habe mal eine schöne Reportage in der Süddeutschen Zeitung, gerade über die Region. Also da merkt man dann schon was davon, aber... Also ich würde sagen, uns fehlt eigentlich immer noch etwas die Fantasie. Also diejenigen, die sprechen über den demografischen Wandel, ich glaube, denen fehlt immer noch ein bisschen die Fantasie dafür, was das eigentlich dann jetzt von den gesellschaftlichen Beziehungen her genau bedeuten wird. Und da ist dann das Finanzielle ein wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, wie gesellschaftliche Beziehungen sich künftig organisieren werden. Also das wollten wir durchaus auch mit in den Fokus rücken in dem Band. Ja, wenn ich noch mal nachfragen darf. Wir haben also auf der einen Seite einen demografischen Wandel und das bestreitet auch gar niemand und man weiß auch, dass man das nicht schnell ändern kann. Und wir haben auf der anderen Seite eine Liste von Problemen. Sie haben jetzt gesagt, leerstehende Dörfer oder die Sozialversicherungssysteme, die Infrastruktur ganz generell angesprochen. So. Jetzt müssen wir ja, wenn man so ein Buch schreibt, muss man ja sagen, was hat denn das eine eigentlich mit dem anderen zu tun? Denn leerstehende Dörfer, könnte ich ja sagen, das gibt es ja auch aus anderen Gründen. Die Leute sind einfach das Dorfleben leid oder sie können dort nichts verdienen. Aber ziehen weg, das hat aber per se ja noch nichts mit Demografie zu tun. Die ziehen ja auch in Indien aus den Dörfern in die Städte. So. Und bei der Rentenversicherung, dann läutet es mir mehr ein, dass wir sagen, das ist okay, die ist eben so konstruiert, dass das ziemlich wichtig ist, der Bruch zwischen denen, die was rausholen und denen, die gleichzeitig was reintun. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Wie kommen Sie eigentlich auf die Idee, dass diese ganzen Probleme, Umverteilung oder es gibt Armut oder Zersiedelung oder irgendwas, dass das irgendwas mit Demografie zu tun hat? Ja, also es ist natürlich nicht möglich, in unserer Gesellschaft, in der pluralistischen Gesellschaft, einfach eine große, einfache Geschichte unserer Gesellschaft zu schreiben. Die Frage des Strukturwandels auf dem Land hat viele Gründe, aber eben auch den demografischen. Wir haben eine demografische Deinfrastrukturalisierung in der Bundesrepublik. Was haben die Probleme miteinander zu tun? Sie verstärken sich gegenseitig. Es sind plötzlich weniger Leute da, es wandern Leute weg, es werden nicht mehr genug Kinder geboren, um diesen sozialen Raum, den wir haben, zu füllen. Und er lebt davon, dass er voll ist. Das heißt, es bringt nichts, wenn in diesem Bus nur ein Kind sitzt, das zur Schule fährt. Das ist dann wirklich für unsere Gesellschaft zu teuer. Die Frage ist, schauen Sie sich das auf dem Land an, wenn Sie den demografischen Wandel haben als eine nachhaltige Veränderung unserer Gesellschaft, der, jetzt machen wir es ganz hoch, trifft sich mit dem Klimawandel und der Energiewende. Wie wollen Sie das überhaupt von der Governance her noch irgendwie leisten? Das Eigentum in weiten Teilen dieser Republik, also in so einem Dreieck Düsseldorf, Stralsund, Dresden, natürlich nicht in Berlin, aber da ist das Eigentum einfach nichts mehr wert. Das heißt, wir haben hier eine Veränderung der Eigentümergesellschaft durch den demografischen Wandel von dem, dass man Eigentum verkaufen kann auf einen Markt, zu einem reinen Besitz. Und nun nehmen wir die Energiewende dazu, bedeutet das, man soll jetzt sein Haus energetisch umrüsten. Das kostet viel Geld. Wenn ich jetzt juristisch spreche, Eigentumsdogmatik hier nehmen, darf eigentlich der Staat nicht hingehen und dem Eigentümer Sachen aufgeben, dass er mit seinem Grundstück oder mit dem Eigentum etwas macht, als dass es auf dem Markt wert ist. Damit können Sie die Energiewende, wenn das dabei bleibt, schlicht und ergreifend vergessen. Das heißt, wir haben über dem demografischen Wandel eine Ausstrahlung von Problemen, die uns einfach für das Problem der Steuerungsfähigkeit weiter teile, die diese Republik nur in diesen beiden Fragen, Eigentumsordnung kollabiert, und die Frage, wie gehen wir mit der Energiewende um, stellt. Das kann man jetzt auch noch an anderen Punkten verdeutlichen. Was passiert, wenn sich diese Räume lichten? Was passiert dann mit der sogenannten Öffentlichkeit? Also wenn man Öffentlichkeit jetzt mal definiert als ein normativ aufgeladener Raum der Gesellschaft. Wo trifft die sich? Wo findet die überhaupt noch statt? Welche Herrschaftsstrukturen treten an das überkommene Vereinsleben, wenn das Vereinsleben ausstirbt oder nicht mehr stattfindet. Das heißt, wir haben hier schon Probleme, die sich um die Demografie rumgruppieren lassen. Dass es da noch andere Gründe gibt, dass vielleicht das Stadtleben jetzt attraktiver ist, dass das immer das was ist, was uns vorschwebt als das Ideal, vielleicht bis auf Bodo Strauß, dann würde ich sagen, haben wir hier schon ein Pool von Problemen, der da dran hängt und der ganz harte Probleme hat. Denn letzter Satz,
wenn das Eigentum in der Bundesrepublik in einer kapitalistischen Gesellschaft seinen Wert verliert, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja. Wenn ich dabei mal bleiben darf. Es ist eine bestimmte Sorte Eigentum, von der Sie jetzt gesprochen haben, nämlich Grundstücke und Häuser, oder? Ja, das immobile Eigentum, ja. So. Sie haben noch das Auto, um wegzufahren, ja? Ja, ich habe nicht mal einen Führerschein, aber... aber also eine bestimmte Sorte Eigentum verliert an Wert, mehr oder weniger drastisch. Andernorts steigt gleichzeitig, muss man dazu sagen, der Wert derselben Eigentumssorte. Also in den Städten, das können ja hier alle, ich weiß nicht, ich komme aus Frankfurt, steigt ja auch unter anderem deswegen, weil es für das Geld keine Zinsen mehr gibt. Was kann man dann noch kaufen, wenn man irgendwie einen Bonus bekommt von der Bank? Also viele sind ja in dieser schwierigen Lage und dann kaufen die halt Grundstücke und Wohnungen. Sodass man sagen würde, das Eigentum selber, nicht mal das Grundeigentum selber verschwindet oder verliert, sondern nur für eine bestimmte Sorte von Menschen. Nämlich die blöderweise irgendwie ein Haus, ich weiß nicht, im Vogelsberg gekauft haben oder ne, rund um Kassel oder sowas. Ja. Jetzt meine Frage, so ein bisschen, damit wir hier in Schwung kommen, das ist doch normal. Das Eigentum verändert doch dauernd seinen Wert. Dauernd kaufen die Leute die falschen Sachen und bleiben auf ihnen sitzen, wenn sich irgendwas ändert. Sie kaufen irgendwie, ich weiß nicht, sie kaufen ein SUV und irgendwann sagt die Politik, nee, aber es gibt noch mehr Mineralölsteuer. Ja? Dann kriegen sie das Ding nicht mehr los. Ja? Oder sie kaufen eine Aktie und dann ist sie auf einmal auch nichts mehr wert. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Und jetzt könnte man sagen, naja, dann ist das so, dann ist das eine Generation lang so. Dann überlegen sich die Leute, ob sie da irgendwie auf dem Land noch, dann werden die Dinger wieder wahnsinnig billig, dann kommen wieder die Ersten aus der Stadt, die noch Geld haben und sagen, Land ist ja auch ganz nett, so Butto-Strauß-technisch. Wo ist das Problem? Nochmal. Wie wird das jetzt zu einem gesellschaftlichen Problem und nicht zu einem Problem eines kleinen Teilbereichs Immobilienmarkt, wo ich sage, ja klar, der lebt davon, dass das dann ständig die Preise sich ändern. Ja, weil viele Menschen genau dieses Eigentum verwenden wollten später für ihre Altersvorsorge. Und in dem Moment, in dem ich das nicht mehr verkaufen kann, kann ich auch meine Altersvorsorge nicht mehr entsprechend gestalten. Und das trifft jetzt eben nicht nur auf Brandenburg zu, sondern auch auf den Niederrhein und dergleichen. Deswegen ist es auch so verkehrt, wenn ich immer diese Politik höre, dann nehmen wir alle Menschen und siedeln die dann im Mittelzentrum an. Und da machen wir ein großes Altenheim und da sitzen die dann alle. Ja, das wird einfach nicht passieren, weil das Letzte, was viele Menschen haben, ist ihr Wohnzimmer, was sie oft nur noch das bewohnen. Also sie können einfach nichts mehr verkaufen, um damit ihre Alterssicherung in angemessenen Verhältnissen in einem Altenheim zu gestalten. Also wir kommen nämlich da genau an diesen Punkt. Das ist ja richtig, dass es Immobilienmärkte gibt, die gehen rauf und runter, aber viele Menschen haben in unserer Gesellschaft darauf gesetzt, dass sie im Zweifelsfall das verkaufen können oder zumindest ihren Kindern vererben können, damit die dann weiter versorgen. Und da ist es dann doch ein Problem. Ich glaube auch, also was zu dem Problem ja noch dazu kommt, es ist wahrscheinlich auch, also wenn man sich das unter dem Blickwinkel des demografischen Wandels anschaut, ich glaube, es ist der Bruch in der Zyklik, die sich andeutet. Also das Modell, was Sie gerade noch vorgestellt haben, irgendwie rund um Kassel, da gehen jetzt die Immobilienpreise runter und die Leute wissen gar nicht mehr, es hocken sie da in ihren Häusern und die Kinder ziehen jetzt in die Stadt und man selber weiß auch nicht so richtig. Aber dann wird irgendwann der Tag wieder kommen, in dem das Land entdeckt wird und in dem die wohlhabenden Kasseler oder was weiß ich wer, dann dort also die Reize der nordhessischen Landschaft entdeckt und dann da wieder zuschlägt und die günstigen Immobilienpreise nutzt. Ich glaube, das ist ja eine Vorstellung, die immer noch sehr stark davon geprägt ist, dass wir uns in Zyklen bewegen, die irgendwie halt Abschwungphasen haben und dann wieder Wachstumsphasen haben. Und die interessante Frage, ich kann die auch gar nicht so richtig beantworten, aber die interessante Frage, finde ich, ist dabei, bewegen wir uns nicht eigentlich auf den Bruch dieses Zyklus zu? Also müssen wir uns nicht auch im Zuge der Frage nach dem demografischen Wandel von einer bestimmten Wachstumsvorstellung und von diesem Modell, etwas geht verloren und wird dann später wieder aufgefüllt. Oder bestimmte Leute gehen weg und später kommen wieder andere nach. Oder bestimmte Dinge verschwinden und werden aber später dann wieder restituiert durch andere Dinge. Das ist ja so die Vorstellung, in der wir eigentlich Gesellschaft denken oder zu denken gewohnt sind. Dass das, was verloren gegangen ist, irgendwann wieder durch andere ersetzt werden wird. Das kann auf dem Kapitalmarkt sein, das kann andernorts sein, das kann sich beziehen auf bestimmte Wachstumszyklen in der Industrie und so weiter und so fort.
Aber ich glaube, oder das wäre für mich zumindest die interessante Frage, ob dieser demografische Wandel, also eine wirklich auf eine doch sehr grundlegende Art und Weise alternde Gesellschaft, die gleichzeitig an bestimmte ökologische Grenzen stößt in der Bewirtschaftung ihrer Ressourcen, die an bestimmte fiskalische Ressourcen stößt in der Bewirtschaftung ihres Wohlfahrtsstaates, die an bestimmte soziale Ressourcen stößt, was die Bewirtschaftung ihrer Solidarität anbelangt, dass der demografische Wandel, und das macht ihn dann so interessant, auch nochmal für eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung, uns einen Indikator dafür bietet, dass wir bestimmte zyklische Wachstumsvorstellungen, dass wir uns von denen eigentlich verabschieden müssen. Das wäre eine Frage. Also das hört sich jetzt sehr apodiktisch erstmal an, ist es aber gar nicht so gemeint, vielleicht liegt man damit auch falsch, aber es wäre zumindest eine Vermutung, und ich glaube, das wäre auch der interessante Aspekt, der dann eben tatsächlich über das solitäre Problem der Demografie hinausführt und darauf verweist, dass wir es dann doch möglicherweise mit einer anderen Gesellschaftsgestalt und auch mit einer anderen Gesellschaftsgestaltung zu tun haben werden. Sie haben ja, wenn Sie von demografischem Wandel sprechen, sprechen wir ja eigentlich über zwei Dinge, die dann in dem Wandel selber recht eng zusammenhängen, aber zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Das eine ist das, was Sie gerade immer so gesagt haben, weniger Leute. Ja? Also weniger Leute, und dann braucht man nicht mehr so viele Städte oder nicht mehr so viele Dörfer und nicht mehr so viele Großstädte und so weiter. So. Und das andere ist ältere Leute. Ja? Das geht jetzt einher in dem Vorgang, ist aber nicht dasselbe, denn es gibt natürlich sowieso Länder, die dünner besiedelt sind als unseres. Und dann würde man sagen, naja, die kriegen ja auch einen Sozialstaat hin mit 7 Millionen oder mit 12. Also da ist es die pure Zahl, ist es nicht. Ja. Da ist vielleicht nur das Problem, so wie Sie es gerade geschildert haben, dass man sagt, naja, wie verabschiedet man sich von diesen Dörfern oder von diesen Städten oder von diesen Gegenden? So. Das andere ist die Sache mit dem Alter. Wie Sie sagen, Sie hatten das mit dem Altersheim, dass man sagt, naja, die Leute kaufen ein Haus. Erstmal ja auch, um zu sagen, im Alter brauche ich dann keine Miete zahlen oder so. Ja. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo Sie dann teils aus physischen Gründen, gesundheitlichen Gründen, teils vielleicht auch aus diesen Gründen, dass sich kommunale Strukturen auflösen und sie sagen, also ich auf dem Dorf kann man, ich bin zu weit vom nächsten Arzt weg oder irgendwie so, oder von der nächsten Hilfe weg, es dann gerne verkaufen würden und dann geht es nicht. Ich würde gerne zu diesem zweiten Ding mit dem Altern kommen, übergehen von der Vorstellung, das sind zu wenige, zu der Vorstellung, sie sind zu alt oder sie sind halt alt. Viele. Sie haben in Ihrem Buch also ein Beispiel, ein relativ plastisches juristischer Fall, Rosenblatt. Können Sie das mal schildern vielleicht? Das ist sehr aufschlussreich. Ja, also der Fall Rosenblatt betrifft die Altersdiskriminierung. Man muss einfach sagen, die Frage, was ist Altersdiskriminierung, das betrifft nicht nur Alte, also es ist eine Diskriminierung aus Altersgründen, die aber meistens halt Alte trifft. Ist, wenn Sie so wollen, einen kometenhaften Start vor dem Hintergrund des Antidiskriminierungsrechts, das aus der Europäischen Union kommt. Also wir haben, glaube ich, über 13 oder 14 Entscheidungen des EuGH jetzt davon, also aus dem Motorraum irgendwie der Europäischen Union. Bei der Altersdiskriminierung gibt es die einfachen Fälle, die kennen Sie alle. Wir haben Jobs in dieser Gesellschaft, wo man eine absolute Aufmerksamkeit oder körperliche Disposition braucht, von bestimmten Formen des Polizei-, Feuerwehreinsatzes bis zu Piloten. Wenn man dann irgendwie sagt, jetzt ist Schluss, macht das keine Probleme. Der zweite Punkt der Altersdiskriminierung bei uns sind die starren Altersgrenzen. Da ist der EuGH auch großzügig. Da kann man sagen, also ob es jetzt 65, 67, 70, 75 ist, das entscheidet jede Gesellschaft selbst und muss nur Kriterien entwickeln. Also gemischte Altersstrukturen, die dann eine Rolle spielen, das ist wohl das Hauptkriterium. Also Altersgrenzen bei dem Ausscheiden aus dem Beruf? Aus dem Beruf, entschuldigen Sie. Und dann der letzte Fall ist allerdings der, wo wir starre Altersgrenzen haben, wo aber Leute, die unter diese Altersgrenzen fallen, sich dann nicht mehr ernähren können. Und das ist der Fall Rosenblatt. Also die Altersgrenzen, wenn sie starr sind, machen in der Wohlfahrtsgesellschaft überhaupt kein Problem, wenn derjenige oder diejenige, die dann die Altersgrenze überschreitet, wenn diejenige danach versorgt ist, auf der einen oder anderen Weise. Bei Frau Rosenblatt war es aber so, sie hatte 35 Jahre, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, in einer Bundeswehrkaserne in Hamburg-Blankenese geputzt und hatte dann eine Rente von 230 Euro bei Teilzeit. Und dann stand sie vor der Frage, kam ihre Altersgrenze und nun wurde sie ganz
wurde sie gekündigt oder ist jetzt in den Ruhestand getreten. Jetzt hat sie gesagt, ich möchte aber nicht aufhören, weil ich brauche ja das Geld zum Leben. Also das war nicht viel, was sie mehr verdient hat, aber sie hat dadurch mehr verdient. Der EuGH hat damals in der Entscheidung gesagt, die Altersgrenze mit 65 auszuscheiden, die geht in Ordnung, denn ihr darf bei dem Wunsch, wieder neu eingestellt zu werden, das Alter ja nicht entgegengehalten werden. Das ist natürlich, wie soll ich sagen, eine Argumentation, die an der sozialen Wirklichkeit vorbeigeht. Denn Frau Rosenblatt stand jetzt einfach vor dem folgenden Problem. Also entweder arbeitet sie weiter, um nicht in die Altersarmut zu fallen, oder also Zwangsarbeit ohne Altersarmut, oder sie hat Zwangsruhestand mit Altersarmut. Das sind aber, egal, glaube ich, welchem politischen Spektrum man in dieser Republik irgendwie angehört, irgendwie nicht so die Wahlalternativen, die wir für unsere Bürgerinnen und Bürger wollen. Deswegen zeigt sich hier, und dass man hier eine klare Lösung erstmal vor Augen hat, zeigt sich exemplarisch das Problem, dass eben, was wir an sich wahrscheinlich bekommen werden, nämlich eine Flexibilisierung von Altersgrenzen, einmal für verschiedene Berufe und dann auch nach unserem eigenen Willen, wie lange wir da arbeiten wollen, nur für Professoren, da hat der EuGH gesagt, die nicht. Also die werden alle mit einer festen Altersgrenze, sonst bleiben die ewig. Dass das in dem Bereich, über den wir bei Frau Rosenblatt sprechen, eben in Zwangssituationen führt, die eben exemplarisch zeigen, wie der demokratische Wandel wiederum nicht für sich, aber in Verbindung mit sozialen Problemen und sozialer Zuspitzung also die soziale Probleme nochmal zuspitzen. Weil es bengenmäßig zunehmen wird. Ja. Denn im Grunde genommen wird Frau Rosenblatt ja auch in einer Gesellschaft ohne demografischen Wandel 65. Ja, ja, muss man dazu sagen. Ja. Also ist hier zu. Also ist das Problem, einerseits wird das Problem zunehmen und ich glaube ja, was da ja noch mit drin steckt in diesem Fall, jetzt nicht juristisch, aber gesellschaftspolitisch ist, dass man sagt, naja, die Ausdehnung der Altersgrenzen selber ist ja eine Technik, eine politische, ein Vorschlag, mit dem demografischen Wandel umzugehen. Und da gibt es dann verschiedene Meinungen, ob das jetzt sozial, meistens heißt es ja, das ist nicht in Ordnung, weil die Leute haben irgendwie, die haben ja ein Recht auf ihren Ruhestand und haben ja vorher irgendwie hart gearbeitet und eingezahlt und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir einen Fall, wo jemand sagt, nee, gerade aus sozialen Gründen möchte ich eigentlich weiter arbeiten. Also was heißt möchte ich? Ich muss, es geht nicht anders. Wie ist das jetzt auf der Ebene? Sie machen in Ihrem Buch Beschreibung dieser Problematiken in verschiedenen Sektoren, also Arbeitsmärkte, Sozialversicherung, Gemeinden, so, weil wir jetzt uns schon dem Zeitpunkt nähern, wo wir dann auch gemeinsam diskutieren wollen. Sie haben ja auch irgendwie so eine Art Idee, was man jetzt machen soll. So quantitativ ist das in dem Buch nicht der größte Teil. Aber Sie haben ja irgendwie so eine Vorstellung, zumindest was schlechte Lösungen sind. Sie haben schon ein paar genannt, also Familienwahlrecht oder diese Art von Rechtsprechung. Wie würden Sie denken, kann man das Problem bearbeiten? Sie haben am Anfang Ihres Buches, sagen Sie so, man kann es nicht bearbeiten, wenn der Staat eine sehr aggressive Demografiepolitik macht, also irgendwie so Kinderprämien oder was weiß ich, irgendwie so Dinge. Das lehnen Sie also ab. Das würde ja dann auch eine ganze Weile dauern, bis sowas wirkt, wenn es überhaupt wirkt. Was stellen Sie sich stattdessen vor? Was sagen wir jetzt den Leuten rund um Kassel? Außer, dass man sagt, nehmt schnell die Beine in die Hand und versucht, die Immobilie noch loszuwerden, bevor es die anderen merken. Ja, also es gibt ja auch einen Untertitel von dem Band, der heißt ja die Politisierung des Wohlfahrtsstaates. Wir würden sagen, aber ihr könnt mich da jetzt gerne auch nochmal korrigieren. Also Politisierung würde bedeuten Offenlegung von Konflikten. Ich glaube, das ist der Weg, den wir jetzt anbieten könnten, in einem durchaus positiven Konfliktverständnis. Wir hatten ganz zu Beginn schon über die Verteilungskonflikte an den verschiedenen Stellen dann auch gesprochen. Aber also der Eindruck ist ja schon der, es gibt ja jetzt dieses Jahr der Demografie und es gibt viele Initiativen und wir sprachen ja vorhin kurz auf dem Weg darüber, die FAZ hat ja relativ früh schon diese Demografiedebatte im Feuilleton auch eröffnet, vor 10,
12 Jahren eigentlich schon, da war das Thema ja noch gar nicht so präsent. Mittlerweile kann man ja sagen, das ist ja irgendwo angekommen im politischen Raum oder wenn man die Zeitungen aufschlägt, ist das irgendwie, also jetzt nicht, dass einem das befremden würde, dass auf einmal von einer Alterung der Gesellschaft geredet werden würde. Aber es hat natürlich immer noch eine sehr starke, also nach meinem Empfinden zumindest, eine sehr starke Stellschraubenlogik. Also wir brauchen da ein bisschen mehr Kita-Plätze, dort eine andere Altersversorgung, wir müssen auch die verschiedenen Sozialversicherungssysteme altersfest machen und die Betriebe machen natürlich auch einiges, also um im Zuge des demografischen Wandels da ihren Nachwuchs weiter akquirieren zu können und so weiter und so fort. Es gibt betriebliche Strategien, das BMAS hat jetzt, glaube ich, eine große Initiative ausgeschrieben, auch zu diesem Jahr der Demografie, wo es darum geht, um betriebliche Alterspolitik. Also das ist alles in Ordnung, sowas zu machen und es ist auch richtig, glaube ich, sowas zu machen. Nur, wie gesagt, es folgt eben doch noch sehr stark so einer bestimmten Stellschraubenlogik, die man hat. Also man justiert da und justiert dort und irgendwie wird das dann schon wieder. Und also wir, glaube ich, würden den Akzent sehr viel stärker auf die Konflikthaftigkeit des Prozesses legen und auch auf das Spannungsverhältnis zwischen Demokratie als einer bestimmten politischen Lebensform einer Gesellschaft und Demografie als einer bestimmten sozialstrukturellen Entwicklung einer Gesellschaft. Also dieses Spannungsverhältnis stärker in den Mittelpunkt der Diskussion zu rücken und auf diese Weise einen gesellschaftswissenschaftlichen, rechtswissenschaftlichen Beitrag dazu zu leisten, tatsächlich Politisierung des Wohlfahrtsstaates als Offenlegung von Verteilungskonflikten. Und wer, das möchte ich, bei Konflikt muss man ja immer fragen, wer streitet? Das würde mich interessieren. Streiten dann die Alten mit den Jungen, die Stadtbewohner mit den Landbewohnern, die Immobilienbesitzer mit den Mietern oder... Das würde ich, also wie soll ich mir das, ich bin also sofort dabei, wenn Streit, also wenn man von der Zeitung kommt, ist Streit super, aber ich würde gerne wissen, wer die Adressen, also wen stellen Sie sich vor als Streiter? Ja, also ich denke, man muss es in den verschiedenen politischen Arenen sehen. Wenn man die klassischen politischen Parteien sieht, da hat man in Anführungszeichen den großen Vorteil, dass über das Parteiprogramm wird keine Partei hingehen und sagen, ich präsentiere nur Junge, gibt es zwar, nur Alte, gibt es auch, aber die klassischen Parteien tun das nicht. Die machen noch ein Angebot für alles und das spricht ja auch sehr stark dafür, dass man sagt, die repräsentative Demokratie muss diese Fragen verhandeln. Dass die repräsentative Demokratie hier auch Probleme hat, zeigt, dass es notwendig ist, dass wir eine Schuldenbremse haben, dass es notwendig ist, und das ist dann der Hauptpunkt, Präferenzentscheidungen zu treffen. Dann ist es ja nicht so, dass wir in unserer Gesellschaft und selbst in den öffentlichen Haushalten zu wenig Geld haben. Das Geld ist festgelegt und niemand möchte diese Präferenzen ändern, das verärgert Leute, lieber nimmt man Schulden auf und verschiebt sie in die nächste Generation. Das heißt, hier haben wir so eine Sache, wo wir keine Versäulung haben, jung, alt oder noch nicht. Ja? Es mag da sein, dass man im Alter vielleicht konservativer wird, die anderen werden ein bisschen linker, aber das ist nicht der Punkt. Wo wir allerdings die Konflikte ganz klar haben, nehmen Sie Infrastrukturprojekte. Ja? Ich sage jetzt natürlich nicht, über welches ich jetzt spreche, aber stellen Sie sich ein großes Infrastrukturprojekt vor, wo es darum geht, dass die einen als Pendler, sage ich mal, 10 Minuten oder 20 Minuten gewinnen und die anderen, die daneben wohnen und ihren Ruhestand genießen wollen, oder, ne, dass die da laute Backerei haben. Hier haben wir schon eher die Frage, wenn es um diese konkrete Partizipation in diesen konkreten Streitfällen geht, hier kann man schon eher sagen, dass wir hier einen Streit haben, der sich anfängt, auch demografisch auszuwirken. Erstens die pendeln, bei denen geht es wirklich um nicht nur um 10 Minuten, sondern das kann man ja pro Person hochrechnen und dann pro die Leute, die in dem Zug hängen, da haben wir gleich Jahrhunderte, relativ schnell, wenn man das jetzt mal auf die Jahre nimmt. Gleichzeitig arbeiten die und die sollen sich abends noch an den Computer setzen und sich anschauen, ja, wir sind dann jetzt hier diese Grafiken von diesem Infrastrukturprojekt und sollen sich dazu eine Meinung bilden. Andere, die vielleicht mehr Zeit, mehr Ruhe haben, ja, sprich ältere Mitbürger, die haben da mehr Zeit und auch mehr Ressourcen, sich hier zu streiten. Das heißt, wir haben hier in diesen konkreten Partizipationskonflikten, da können wir eher als in der repräsentativen Demokratie sagen, dass wir hier demografische Zuordnung haben, auch wer da streitet. Das heißt nicht, dass es den Streit nicht geben soll, aber wenn Sie jetzt einfach anschauen, geben soll, wie kann man darauf reagieren? Hier sind, nehmen wir Stuttgart 21, wenn wir große Infrastrukturprojekte haben, inzwischen die Frage, man macht nicht nur eine Demokratie, sondern auch eine Demografieanalyse, wer da wohnt. Man sagt, wir wählen die Leute, die hier mitdiskutieren wollen, per Zufallsprinzip aus. Oder wir stellen das über Moderatoren klar. Wir entwickeln, das ist so das Hipste, was es da gibt, praktisch das Verfahren, mit denen man solche Infrastrukturprojekte steuert, praktisch im Verfahren selbst.
und versuchen da auch gerade die demografischen Konflikte auszubalancieren. Ohne das wird es nicht gehen. Das wären zwei Beispiele. Ja, und auf lokaler Ebene kann man das eigentlich schon ganz gut sehen, dass es viele Gemeinden gibt, die tatsächlich den Weg schon angetreten haben. Es gibt die, die immer noch sagen, es geht irgendwie an uns vorbei und Schrumpfung ist teuer und deswegen tun wir einfach so, als ob das nicht passiert. Aber es gibt natürlich andere Gemeinden, die sagen, wir überlegen uns ganz konkret vor Ort, was soll aus uns werden. Und da ist ganz klar Prioritätensetzung, alles wird nicht mehr gehen. Aber nach meiner Erfahrung ist es sehr wohl so, dass die meisten Bürger eine genaue Vorstellung davon haben, was sie gerne in Zukunft hätten. Das ist aber nicht der Kessel Buntes oder alles wünscht dir was, sondern es ist die Vorstellung davon, was soll aus uns werden. Und das auch eigentlich allen klar ist, in Zukunft wird nicht mehr alles gehen, aber wir haben in einem demokratischen Prozess darüber entschieden, wie wir gemeinsam einen Weg finden, das Seniorenheim oder die Grundschule, das Vereinsheim oder das Schwimmbad. Und es gibt ein wunderbares Beispiel, der Bürgermeister von Bayern. In Bayern tourt durch Deutschland, aber es ist trotzdem immer wieder sehr schön zu sehen, dass selbst Kinder in der Lage sind, Infrastrukturentscheidungen herbeizuführen und darüber sich auszutauschen, ob das Schwimmbad denn tatsächlich auch finanzierbar ist und was würde es kosten, wenn wir es vor Ort machen. Dann war in dem konkreten Beispiel in Bayern, ich glaube 7 oder 9 Euro würde der Eintritt kosten, haben die Kinder dann einfach entschieden, das geht nicht. Wir fahren doch mit dem Fahrrad lieber in den nächsten Ort. Also dass es nicht darum geht, alles wird für alle gehen, sondern konkrete Entscheidungen vor Ort treffen und das mit den Bürgern auch gemeinsam zu leisten und es funktioniert. Sie hatten das gerade angesprochen, das ist dann die letzte Frage hier auf dem Podium, dass es auf lokaler Ebene, wenn man so will, projektbezogen zu solchen demografisch beschreibbaren Interessengruppen kommen kann. Ist das vielleicht ein Grund dafür, dass die Politik das Thema nicht so grundsätzlich behandelt, dass sie sagt, insofern wirklich piecemeal und dass man sagt, naja, richtig als Konfliktparteien werden sich die Älteren und die Jüngeren nur sehr punktuell formieren. Und die anderen Konfliktlinien in der Gesellschaft, nämlich die Armen und die Reichen oder die Männer und die Frauen oder die, was weiß ich, worüber man so streiten kann, oder was so als Streitressource irgendwie, was einen in Konflikte hineinziehen kann, die Städter und die Landbewohner und so, das ist ja demografisch eben nicht konnotiert, sondern die Konflikte wird es ja weitergeben, sodass man vielleicht, ist ja dann doch eine Klugheit darin, der Politik zu sagen, na, so große Wahlkämpfe werden wir über dieses Thema gar nicht organisieren können, sondern da bleiben wir bei den Klassikern der Umverteilung sozusagen, weil ja zum Beispiel die wohlhabenden Alten gar nicht die Interessen der armen Alten haben und die ich weiß nicht, so, ja, oder die alten Immobilienbesitzer und die alten Mieter in den Städten, die organisieren sich gar nicht gemeinsam als, wenn man so will, das alte Problem, das man immer hatte, dass die Konsumenten sich nicht organisieren, weil sie halt total zerfallen, also weil es eben ein großer Unterschied macht, ob man jetzt, ich weiß nicht, als Reicher konsumiert oder als Armer. Also sagen wir so, ein Grund, also ich sehe es ein bisschen anders, warum packt die Politik das Problem nicht an? Und macht damit schon gar keinen Wahlkampf. Ich glaube, weil das hängt damit zusammen, dass wir, wenn die Politik das machen würde, eben an Gründungsmythen unserer Republik ran müssen, an die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Überlegen Sie, als Herr Köhler auch nur gesagt hat, im Konjunktiv, ja, das könnte ein Problem sein, brach der erste, glaube ich, Sturm seiner Amtszeit über ihn los. Wie verhandelt man das? Das Bundesverfassungsgericht hat das schon längst auf ein Minimum runtergefahren, was das heißen kann. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse bedeutet nach höchstrichterlicher Rechtsprechung bei uns nur noch eine Kohäsion, die praktisch erforderlich ist, damit die Republik nicht auseinanderbricht. Mehr sagt dieser Begriff verfassungsrechtlich nicht mehr. Das kann aber kein Politiker aussprechen. Das heißt, hier haben wir einfach eine Sprechhemmung. Es wäre wichtig, dass in unserer Gesellschaft das ausgesprochen wird. Dass das Karlsruhe macht, ist natürlich klar und symptomatisch. Soziologisch sind gar keine Beispiele für Gesellschaften, die auseinanderbrechen. Bekannt. Es gibt Staaten, die auseinanderbrechen, aber Gesellschaften brechen ja sowieso nie auseinander. Ja, das ist aber jetzt sehr, sehr Niklas Luhmann-mäßig. Ja.
Ja, was soll ich machen? Ja, ich weiß, ja, aber... Ich glaube, um nochmal auf das Problem der Politik zu kommen, das war jetzt auch gar nicht als Schelte vorhin gemeint mit dieser Stellschraubengeschichte. Ich glaube, das Problem bei dieser Demografiegeschichte ist, dass man es einerseits mit einer gegenwartsbezogenen und andererseits mit einer Projektionspolitik zu tun hat. Also natürlich kann man gegenwärtig, und da kommen die Beispiele aus den Kommunen, also auch die ganze Diskussion über Bürgerhaushalte, die da jetzt geführt werden, wobei man da auch nicht so genau weiß, gut, es gibt eine kommunale Finanznot und es gibt die demografische Entwicklung und das eine legitimiert dann das andere zum Teil. Also weiß man ja auch nicht so ganz genau, was da eigentlich jetzt gewissermaßen der Anstoßpunkt dafür war. Aber es gibt eine sehr stark, sagen wir mal, aktualistische Politik, die in den Betrieben gemacht wird, was auch richtig ist und die in den Kommunen gemacht wird. Und wahrscheinlich wird auch viel von dieser Demografiepolitik in den Kommunen stattfinden müssen, weil das die tatsächlich dann auch die Wohn-, die Lebens-, die Arbeitsorte derjenigen sind, die dann dort mit Daseinsvorsorge, Infrastrukturleistungen und so weiter konfrontiert sind oder die dann auch dementsprechend nutzen wollen. Aber ich glaube, ein Großteil des Problems, und da komme ich dann nochmal auf den Punkt zurück, den wir ganz am Anfang hatten, ist, glaube ich, dass es wirklich eine Frage von Projektion natürlich auch ist, weil wir im Moment ja eigentlich immer noch in der Situation uns befinden, dass eigentlich wir sehr im Futur darüber sprechen, was da kommen wird. Also wie wird genau eine alternde Gesellschaft aussehen? Was werden da die Konflikte sein? Und ich halte das nicht für ausgeschlossen, warum man sich nicht vorstellen kann, dass in 20, 30 Jahren genau entlang der Scheidelinie von Generationen Konflikte auch zwischen Parteien ausgetragen werden. Im Moment macht das natürlich für die Parteien überhaupt keinen Sinn. Aber warum sollte das nicht eine Konfliktlinie der Zukunft sein, alt gegen jung? Und warum sollte das nicht eine Konfliktlinie der Zukunft sein, diejenigen, die privilegiert sind gewissermaßen in bestimmten Räumen leben, dass die sich gegen den Zuzug, gegen die gewissermaßen Belastungen, die von außen kommen, zur Wehr setzen? Also dieser Streit um Privilegien, die erworben worden sind und auch entlang dieser Generationenfrage, also das würde ich zumindest nicht ausschließen wollen für die Zukunft. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind gerade bei dem Demografiethema, das ist ist ja auch eine Projektionsfläche, auch für die Politik. Also man hat Szenarien, mit denen man dann da operiert und man tastet natürlich da auch etwas in so einem ungewissen Raum, aber ich glaube, die Konflikte, auf die man dazuläuft, die kann man allmählich schon ganz gut nachzeichnen. Und das würde ich jetzt mal als die Aufgabe der Gesellschaftswissenschaften auch sehen. Also jetzt weniger konkrete Politikvorschläge zu machen, sondern tatsächlich überhaupt mal das Bild aufzumalen, was wir da vor uns haben, was sich dann möglicherweise noch entwickeln wird. Es wäre eine interessante Frage zum Beispiel, ob diese Versäulung, also sagen wir mal, die Politik entlang der Linie alt-jung, wie alt eigentlich die Politiker sind, die das dann machen werden. Also nach dem so Beschreibung, die Sie so haben mit dem Rekrutierungsprozess, Adenauer war wahnsinnig alt und die Gesellschaft war jung, also in Zeichen, ja. So, und ich weiß, wir sind ja hier in einem Zusammenhang, wo man das Thema auch aufbringen kann, dass man sagt, wie Politik für nachfolgende Generationen, aber dann doch von relativ betagten Leuten im Durchschnitt. Woran man wieder sieht, dass das nicht miteinander gekoppelt ist. Also es kann ja ein junger Politiker sein, sagen, ich mache für die Alten hier ein Programm, der hat dann vielleicht also Konsistenzprobleme in der Selbstdarstellung, aber das ist sicherlich... Das ist ja das Beispiel in der Bank, also wo sich ein Alter darüber mokiert, dass die 20-Jährigen für die Rente der 60-Jährigen auf die Straße gehen. Ja, in Frankreich, genau. Ja. Was eine ungewöhnliche Koalition einem auf den ersten Blick erscheint, aber vielleicht, wer weiß, ja. Ich würde an diesem Punkt, wenn Fragen aufgelaufen sind, das gerne ein bisschen öffnen. Ich weiß nicht, es gibt auch ein Mikrofon, wenn Sie kurz sagen, wer Sie sind. Und sich die Rede, also nicht keine... Ja, mein Name ist Frank Wende, ich komme aus Berlin-Spandau. Mich würde mal das demografisch interessieren. Haben wir in diesen Monaten und überhaupt Jahren eine Flucht von der Stadt auf das Land, oder ist es umgekehrt, eine Landflucht in die Stadt? Und wie macht sich das bemerkbar? Und wie ist es mit der Industrie? Haben wir eine Verlagerung der Industrie von der Stadt aufs Land im Allgemeinen? Denn die Bewohner, die Beschäftigten auf dem Land, die brauchen ja möglichst nah ihren Arbeitssitz. Und ich glaube, es gibt jetzt viel zu wenig Industrie um die Stadt herum. Das ist eine gute Frage. Also,
so eine empirische Frage sozusagen, wie verhält es sich mit Siedlungsstrukturen? Es gibt zwar einen immer wieder behaupteten Trend der Reurbanisierung, dass die Menschen wieder zurück in die Stadt ziehen, wenn sie vor allem älter werden, habe ich bis jetzt keine eindeutigen Daten dazu. Was Jugendliche angeht, gibt es nur ganz, ganz wenige Gemeinden, in denen tatsächlich Jugendliche zuziehen. Ich habe vor einigen Jahren eine Jugendstudie gemacht und wir waren extrem damit beschäftigt, überhaupt eine Gemeinde in Deutschland zu finden, in der Jugendliche zuziehen und nicht wegziehen. Und ich habe aktuell eine Studie über Landfrauen und eine der abseitigen Ergebnisse ist, dass selbst in einer Boomregion zwischen Hamburg und Bremen, also ein ländlicher Raum, wie wir uns den kaum schöner vorstellen oder auch nur aus Süddeutschland kennen, trotzdem die jungen Frauen eindeutige Wegzugspläne haben. Das hat was mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun, aber dass Jugendliche sehr stark wegziehen. Also Landflucht ist regional sehr unterschiedlich. Also wir haben eben Wachstums- und Schrumpfungsregionen direkt nebeneinander. Und das ist eben die besondere Herausforderung. Wir können jetzt nicht nur sagen, sicher haben wir Regionen, in denen es stärker abnehmende Bevölkerung gibt, aber gleichzeitig gibt es oft nebeneinander liegende Gemeinden oder Städte, in denen es schrumpft und wächst zugleich. Wir haben natürlich im süddeutschen Bereich ganz viele ländliche Räume, in denen wir sehr, sehr viel Unternehmen haben, in denen die Menschen Arbeit haben und deswegen wird auch hingezogen. Aber wir haben auch eine Wanderung vom Land in die nächste umliegende Kleinstadt oder Mittelstadt. Also es sind ganz unterschiedliche Wanderungsbewegungen, die da sind. Also der ländliche Raum ist nicht grundsätzlich unattraktiv, aber für Jugendliche eher nicht. Und ich werde häufig gefragt nach dem Motto, ja, ob ich denn möchte, dass die ländlichen Räume ausbluten, dann würde ich immer sagen, es ist gar nicht das Problem des Weggehens, sondern dass Jugendliche nicht mehr nachkommen. Also sie ziehen dann auch nicht mehr in den ländlichen Raum, wenn sie selbst eine Familie gründen. Sie bleiben nämlich dann entweder im Süden oder in der nächsten Kleinstadt oder natürlich in der Großstadt. Und das ist das Problem. Also wir haben nicht nur ein Wanderungsproblem, sondern ein Zuzugsproblem in vielen Regionen. So, dass Sie sich vorstellen, dass es irgendwann Dörfer oder kleine Städte, muss man ja immer schon sagen, denn im strikten Sinne gibt es ja gar keine Dörfer, kaum noch Dörfer, aber so kleine Städte nur noch im Süden gibt? Dass man, nein. Wir haben sicher eine Schrumpfung über das ganze Land insgesamt, aber nicht nur, dass wir nur noch Menschen in Süddeutschland haben. Das würde ich jetzt nicht kommen sehen. Genau. Es kommt dann darauf an, wo man den Süden anfangen lässt. Trotzdem werden im Ruhrgebiet, auch wenn wir da massivste Schrumpfungen haben, die zum Teil Ostdeutschland noch in den Schatten stellen, werden natürlich trotzdem da eine Menge Menschen noch in Zukunft leben. Nur, dass es eben gleichzeitig stattfindet und nebeneinander. Und das macht natürlich auch die Herausforderung. Wir haben einerseits zu bewältigen, dass wir einfach mehr Senioren haben, die auch mehr Seniorenheime brauchen. Wir haben zum Beispiel überhaupt keine Diskussion über die Vereinbarkeit von Pflege und Familie. Und das zeigt sich ganz klar in meinen Untersuchungen. Wir haben nämlich immer schon auch danach gefragt, es gibt überhaupt keine Einrichtungen oder in weiten Teilen keine Einrichtungen zur Tagespflege. Wir haben Kita-Plätze, aber demnächst haben wir noch ein ganz anderes Problem. Also deswegen, glaube ich, beginnen wir zum Teil erst mit einer bestimmten Diskussion, die auch über Wachsen und Schrumpfen hinausgeht. Ja, ja, es gibt, wenn ich das so, das ist keine sozialwissenschaftlich solide Empirie, aber es gibt in den Unternehmen, also wenn man mit Banken spricht oder Industrieunternehmen, und diese Forderung Kita-Plätze für die Mitarbeiter und so, dann winken die manche davon schon ab und sagen, nee, wir sind schon auf einem ganz anderen Ding. Wir müssen nämlich dafür sorgen, dass unsere Beschäftigten, die haben Eltern, die sie irgendwie, ja, das ist unser Thema. Und das wäre so ein Punkt, wo man sagt, das ist noch ist das, die Unternehmen, gerade wenn es um hohe Gehälter geht, dann werden die ja auch sehr schnell, kümmern sich um solche Dinge. Aber politisch ist das in der Tat ist das noch kein Thema. Ich bin Hermann Pfütze, pensionierter Soziologieprofessor. Pensioniert, nicht emeritiert. Viele stecken sich da falsche Federn an den Hut von meinen Kollegen. Mir hat sehr gut gefallen, Herr Kersten, als Sie sagten, der soziale Raum muss voll sein. Das hat Ortega y Gasset schon vor 70 oder 80 Jahren geschrieben, vom demokratischen Ideal der Überfüllung. Also vielleicht kann man sich darauf einigen, in der Demokratie ist es nie zu eng für zu viele. Das wäre so eine, denke ich, unabweisbare Grundannahme politisch. Meine Frage bezieht sich so in etwas globalerer Perspektive einmal auf Migration und zweitens auf die durchschnittliche Lebenserwartung oder die Erwartungen, die ändern sich ja. Die meisten Statistiken machen ja oder übersehen einen Faktor. Ich will es ganz einfach machen. Bei uns ist
angenommen die durchschnittliche Lebenserwartung 80. In vielen ärmeren oder Elendsgesellschaften ist sie 40. Also auf mein Leben, wenn ich 80 werde, kommen zwei von denen. Die werden aber immer doppelt gezählt, denn man zählt nur Geburten und Sterbefälle, aber nicht die reelle Lebensdauer. Also Produktion, Konsum, das ist ja sozusagen, was unser einer mit 80 da leistet oder verbraucht, das tun dort, ich verzeihen Sie dieses zynische Redeweise, zwei. Nun ändern sich diese Verhältnisse in der Welt. Also im Iran zum Beispiel, wenn es da heißt, das durchschnittliche Alter der Leute ist zwei Drittel, sind 30 bis 35. Die Lebenserwartung im Iran steigt, in vielen anderen Gesellschaften auch. Also man kann davon ausgehen, das erste ist die gegenwärtigen berühmten oder 7 bis 8 Milliarden Menschen, das sind wahrscheinlich zu viele. Das ist meine erste Vermutung. Ja? Weil sehr viele immer zweimal gezählt werden, so gerechnet, global. Ja? Das ändert sich aber. Zweitens, wir haben ja offene Grenzen. Die zweite Grundannahme, die ich habe, ist, dass sich homogenisierende Gesellschaften, also wo immer mehr nur noch Gleiche untergleichen sind, angefangen mit Sparta, diesem Sklaven- und Soldatenstaat, bis heute Serbien den Serben oder was Tirol den Tirolern, wenn Sie es wollen, oder auch Alte unter Alten, also alle sich homogenisierenden Gesellschaften, das ist, glaube ich, der einzige wirkliche Trost der Weltgeschichte, sind früher oder später daran eingegangen, weil die Tüchtigen, die Beweglichen, die Jüngeren weggegangen sind, die nicht diese Gleichmacherei mitmachen wollten. Da nun bei uns, wenn man sich fragt, woher kommen die Jungen, die kommen natürlich von woanders, die wandern hier ein, die fliehen hierher. Das wissen wir ja alle, das sind die künftigen Jüngeren. Also meine Frage ist, ob Sie in Ihren Untersuchungen so einen Zusammenhang zwischen Migration und sich sozusagen relativer Lebenserwartung, die ja dem demokratischen Ideal steigender Lebenserwartung entsprechen würde, ob Sie dazu was sagen können? Also zu dem einen Thema ist es natürlich ganz klar, wir werden nicht auf dem Standpunkt stehen oder würden nicht auf dem Standpunkt stehen, dass man das so verrechnen kann, weil, das haben Sie auch nicht gesagt, aber weil wir immer genau schauen müssen, wer lebt wo und in was für Strukturen. Also wenn ich es jetzt auch ein bisschen zynisch sage, hat so der richtig deutsche Beamte, früher also 65 in Ruhestand, ist noch als Teil seiner Dienstpflicht, ja, aufgefasst, mit 66 zu sterben, weil man halt nicht dem Staat auf der Tasche liegt. Ja, das heißt, auch hier... hat eine Witwe gehabt. Das heißt mit anderen Worten, diese ganzen Grenzen sind natürlich auch strategisch so festgelegt, dass das von der Ökonomie passt. Der zweite Punkt ist, dass der demografische Wandel dazu führt, dass wir uns in der Bundesrepublik homogenisieren. Das sehe ich auch überhaupt nicht. Das haben wir auch gesagt. Also es wird lichter, dadurch wird es zugleich auch heterogener. Wir haben durch die Migration andere Probleme, die auch demografisch sind. Das heißt, kann man ganz einfach festmachen, der einzige Ort, wo sich unsere Gesellschaft überhaupt noch begegnet, ist die Grundschule. Ja, ansonsten braucht man sich ja nicht irgendwie mehr zu begegnen. Und dort finden dann diese ganzen Probleme statt mit Schulsegregation, mit religiösen Konflikten. Dort wird das alles ausgefochten. Sobald die Grundschule rum ist, homogenisieren sich die Milieus, das ist ganz klar. Aber eins, und das wiederum zurück, insgesamt wird durch den demografischen Wandel unsere Gesellschaft auf jeden Fall und durch die Migration bunter, pluralistischer, und das ist, wie man in Berlin ja auch so sagt, gut so. Bunter und pluralistisch ist, ja, aber ich glaube, der Aspekt der Ungleichheit, der heute Abend eigentlich noch eine relativ geringe Rolle gespielt hat, das, glaube ich, ist natürlich auch ein Aspekt. Also wir haben das, glaube ich, an einer Stelle auch mit der Gesellschaft der Ähnlichen. Der Robert Castel, französischer Soziologe, hatte das ja mal so beschrieben, dass eigentlich die Nachkriegsentwicklung, das passt dann schon auch wieder dazu, die Nachkriegsentwicklung, die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung zu einer Gesellschaft der Ähnlichen, also nicht der Gleichen, sondern der Ähnlichen geführt hat. Und was wir, glaube ich, im Moment erleben, auch unter anderem durch den demografischen Wandel, aber nicht nur, aber der befeuert das wahrscheinlich, ist vielleicht sowas wie eine, ja, Verunähnlichung oder eine Heterogenisierung der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist dabei... Das ist ja auch, ich glaube, das gehört mit zu dieser Dynamik, über die wir da jetzt gesprochen haben, von älter werdenden Gesellschaften, dass wir, glaube ich, gute Gründe dafür haben anzunehmen, dass älter werdende Gesellschaften tendenziell auch ungleicher werdende Gesellschaften sind. Inwiefern, das würde mich interessieren, das ist, also ich komme gleich dazu, das müssten Sie mir noch begreiflich machen. Wieso wird die Gesellschaft jetzt ungleicher durch den demografischen Wandel? Das leitet mir jetzt noch nicht ein.
Also naja, ich glaube, weil wir darauf zulaufen, dass wir also auf der einen Seite durch den Alterungsprozess, es gibt den Alterungsprozess, es gibt ein, wenn man vom Wohlfahrtsstaat her das betrachten, eine Art Statusentsicherung, die stattfindet. Es gibt von der Arbeitswelt her betrachtet eine stärkere Fragmentierung und Unverbindlichkeit von Arbeitsverhältnissen, gerade auch in den mittleren Jahren, aber auch in den mittleren und älteren Jahren. Und es gibt als vierten Faktor, neben der Alterung, dem Wohlfahrtsstaat, der Arbeit, gibt es auch noch eine, sagen wir mal, eine stärkere Unverbindlichkeit von Familienbeziehungen. Also Unverbindlichkeit in dem Sinne, dass gewissermaßen familiäre Zusammenhänge, familiäre Verbindlichkeiten, familiäre Netze, die da vorhanden sind, zum Teil nicht mehr die Funktion erfüllen können, die sie früher erfüllt haben, nämlich bestimmte Leistungen zu erbringen in der Alterspflege, in der wechselseitigen Solidarität, die familiär, subsidiär organisiert wird. Und das sind Prozesse, die sich wechselseitig verstärken. Und der demografische Faktor ist da sicherlich nur ein Faktor davon, aber in einer tendenziell älter werdenden Gesellschaft werden die Probleme vom Arbeitsmarkt, aus der Arbeitswelt, aus der Statusentsicherung, die durch wohlfahrtsstaatliche Veränderungen stattfinden und aus der familiären Sphäre, die werden gewissermaßen weiter mitgenommen, so wie die Kiesel gewissermaßen im Flussbett weitergezogen werden, sodass wir gewissermaßen in einer älteren oder in einer älter gewordenen Gesellschaft, also es spricht viel dafür, dass wir eine Potenzierung von sozialen Ungleichheiten haben, die gewissermaßen in den mittleren Lebensjahrgängen entstanden sind und sich dann im Alter eher verschärfen. Das alles noch vor der Vorannahme, dass der Wohlfahrtsstaat nicht mehr oder der Sozialstaat nicht mehr bestimmte Auffangleistungen erbringen kann, dass die Familie nicht mehr bestimmte Auffangleistungen erbringen kann, die sie bisher erbracht hat. Ich glaube, das sind auch noch wichtige Faktoren dabei. Ja, Tobias Knitzer, ich wollte das nochmal verstärken, was Sie gerade sagten, Herr Vogel, diese Ungleichheit wird tatsächlich, glaube ich, massiv verstärkt. Und was Sie aber jetzt noch sagten, war ja vorhin, das sieht man vielleicht erst in 20 Jahren so richtig, die Konflikte. Und ich finde es gut, dass Sie mit Ihrem Buch jetzt in die politische Arena gehen, weil ich glaube, die Konflikte sind alle schon da und man kann sie sehen. Und gerade dieser Generationenkonflikt ist einfach schon für mich vorhanden, indem wir sehen können, dass sich unsere Gemeinwohldefinition einfach verschoben hat zu einer älteren Definition oder dass sie jetzt inzwischen die Älteren stärker wahrnimmt. Ich meine, man kann das ganz klar sehen bei der Rente mit 67. Wer demonstriert gegen die Rente mit 67? Die, die es nicht betrifft, weil sie nicht länger arbeiten müssen. Da demonstrieren 50-jährige Leute, kaum Menschen unter 50 demonstrieren dagegen dann. Also wir haben dann schon Menschen, die jetzt ihre Besitzstandswahrung weiter haben möchten, und wir haben eine Aufkündigung von Solidarität hinsichtlich zur Gesellschaft. Also sie sind nicht bereit abzugeben an die Gesellschaft, keiner ist bereit seine Rente abzugeben. Und gleichwohl brauchen wir ja irgendwie neue Mittel, Steuermittel und so weiter. Und ich glaube, diese Konflikte kann man jetzt schon genau sehen und sie werden immer weggeschoben unter dem Deckmantel. Die Solidarität in der Familie ist ja noch da, aber innerhalb der Gesellschaft rumort es auch. Auch Ihr Beispiel, was Sie sagten, ist ja die Frage, jetzt auch kann man sagen, baut man jetzt einen Kinderspielplatz oder baut man ein Seniorenheim oder baut man einen Kinderspielplatz neben dem Seniorenheim? Da gibt es ja dann auch einfach schon so Wehrmanöver, wo man jetzt sagen kann, es findet Jugend überhaupt nicht mehr statt und findet kein Gehör mehr. Und da wäre jetzt schon für mich die Frage, braucht man jetzt da nicht gesetzliche Maßnahmen, also muss man die Minderheit jetzt nicht auch schützen. Sie hatten ja auch als Jurist schon gesagt, also wir haben jetzt dann auch die Maßnahme, dass wir die Schuldenbremse haben, also brauchen wir nicht auch nochmal andere Maßnahmen, um zu sagen, es ist politisch nicht mehr organisierbar, dass die jüngere Generation ausreichend Gehör findet. Ja, also die Frage, welche vor dem Hintergrund, dass sich das potenziert, welche Sachen sind da denkbar? Also ich denke, ein Punkt ist, und darüber muss man sich klar sein, Umverteilung von Geld in der Gesellschaft, und zwar unter den Lebenden, wird
wenn man nicht künftige Generationen belasten will, unabdingbar sein. Also hier wird mehr stattfinden müssen. Teilweise verteilt sich das schon selbst um. Die Frage hatten wir vorhin mit der Frage der Entwertung von Eigentum. Es verteilt sich demografisch schon selbst um und steigert auch wiederum diese Konflikte. Der nächste Punkt ist, wo ich mich allerdings dann schwer tue, ist dann zu sagen, also vor dem Hintergrund einfach meines freiheitlichen Verfassungsverständnisses und der Gleichheit und egalitär, des Egalitären im demokratischen Raum, irgendwer hat eine Stimme mehr. Also das würde ich selbst nicht schaffen, wenn die Konflikte ganz hart wären. Ja? Weil ich glaube, dann, wenn wir das machen, wäre das so für mich so der Schritt über die Grenze in die soziale Auflösung oder in die sozialpolitische Auflösung auf der demokratischen Ebene. Was wir auf jeden Fall brauchen, obwohl es da eigentlich zu spät ist, wäre vielleicht Nachhaltigkeitsgrundsatz im Grundgesetz. Das ist, sage ich nur deswegen, dass es zu spät ist, weil es ist natürlich total revolutionär, dass Nachhaltigkeit alles bestimmt, ist aber natürlich ein sehr konservatives Prinzip. Ja? Damit werden wir auch viele der Konflikte heute gar nicht mehr lösen. Man kann jetzt überlegen, ob man Resilienz ins Grundgesetz reinschreibt, das versteht aber keiner. Das heißt, ich denke so von den Rahmen, ja, von den Rahmenvorgaben ist das Grundgesetz ideal, mit ein paar kleinen Korrekturen. Die Schuldenbremse ist jedenfalls symbolisch, ob wir es schaffen. Ja, ist wieder eine andere Frage, ist ein symbolischer Punkt. Nee, es geht einfach, dieses Grundgesetz zu leben und Politik zu machen. Ja, und sich nicht durch Schulden auch von der nächsten Generation zu entlassen. Ich glaube, das ist auch unser Plädoyer. Macht Politik, setzt Prioritäten, begründet sie. Und dann sehen wir, weiter. Und dann kann man im politischen Raum halt auch thematisieren, wo da die Schieflagen sind. Das Problem ist, wenn man, wir machen es ja immer über Italien lustig, ja, weil die so viele Nachkriegsregierungen haben. Wir haben aber mehr Änderungen des Grundgesetzes, ja, als die Italiener Nachkriegsregierung. Mit anderen Worten, wir wollen immer sofort in die Verfassung rein. Das ist nicht gut, würde ich hier auch nicht machen. Das läuft eigentlich ganz gut. Dirk Jacobi ist mein Name. Ich arbeite in der Rentenpolitik oder beschäftige mich hauptsächlich mit Rentenpolitik. Und ich versuche jetzt sozusagen Ihren Ansatz für die Rentenpolitik nachzuvollziehen. Und da fallen mir vor allem also zwei Beobachtungen ein. Das eine ist ja, dass die Reform der gesetzlichen Rentenversicherung, die haben sozusagen eine Antwort auf den demografischen Wandel gefunden. Und das ist zwar eine Schließung sozusagen der Rentenversicherung vor dem Problem, nämlich eine automatische Reaktion. Man hat einfach eine Formel gefunden, die automatisch justiert. Und das also so jetzt gerade auf dem Hintergrund, was Sie beschrieben haben, ist das ja eigentlich eine Entpolitisierung. Und genau das haben wir jetzt auch genau das festgestellt. Also es wurde die Rentenversicherung geschlossen, die hat diesen automatischen Mechanismus. Und jetzt stellen wir aber fest, ups, das ist ja dann tatsächlich so, wenn die Leute, wenn es mehr ältere Leute gibt und weniger Erwerbstätige, dann sinkt das Rentenniveau, dann werden auf einmal viel mehr Leute altersarm. Und auf einmal ist es doch wieder in der politischen Agenda. Also es ist, scheint mir vielleicht ein Beispiel dafür zu sein, wie einerseits versucht wurde, diesen Konflikt zu entpolitisieren und es doch aber nicht gelungen ist. Und die andere Beobachtung ist, also das Rentenniveau wurde gesenkt und gleichzeitig wurde halt die zusätzliche private Vorsorge gepredigt und dass das offensichtlich das attraktivste Produkt und was auch mittlerweile empfohlen wird von den Ökotests und so weiter, ist eigentlich der sogenannte Wohnriester, also die Förderung von Eigenheimen. Und da scheint mir ein Paradox zu sein, insofern, dass das einerseits sozusagen genau diese Reform ja gerechtfertigt wurde mit dem demografischen Wandel. Gleichzeitig wird jetzt aber also Immobilien gefördert, die genau auch natürlich in Regionen sein können, wo sie irgendwann wertlos werden. Also genau das nicht erfüllen können, was sie erfüllen sollen. Und da würde mich sozusagen Ihre Einschätzung zu der, also tatsächlich der Kernfrage Alterssicherung, wie man das vielleicht anders verhandeln kann.
Also ich gebe Ihnen vollkommen recht im Grundsatz. Jede Form von politischem Automatismus, die eingeführt wird, wenn man etwas nicht politisch verhandelt, sei es über den demokratischen Faktor bei der Rente oder schauen wir jetzt in die USA, ist das Ende der Politik. Ja? Es wird dann einfach gekürzt und man glaubt, man ist das Problem los und das ist natürlich nicht der Fall. Ich glaube, der Weg, den man da gehen sollte, ist, und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu Karlsruhe fixiert, den Weg, den Karlsruhe vorschlägt, ja? Mit dem Urteil zur Pflegeversicherung 2001. Die sagen, macht den Konflikt sichtbar und macht ihn in der Rentenversicherung sichtbar. Wenn wir Leute haben, die auf der einen Seite viele Kinder haben und auf der anderen Seite wenig Kinder haben, wenn es darum geht, preist diesen generativen Beitrag ein. Da war der große Aufschrei oder der große Konflikt zu sagen, ja, machen wir das wirklich, lösen wir es in der Rentenversicherung oder lösen wir es einfach über den Zuschuss der Steuerzahler. Das ist dann der Konflikt. Zahlen alle dafür oder zahlt nur das einzelne System dafür? Ich glaube, die Mehrheit würde sich, um keinen Konflikt zu haben, ja, wahrscheinlich dafür entscheiden, dass der Steuerzahler anonym dafür bezahlt, denn in dem Augenblick, wenn der Steuerzahler dafür bezahlt, ist der Konflikt weichgespült. Zur Not geht es über Schulden und die nächste Generation. Wenn wir sagen, wir müssen aber diesen Konflikt durch die Offenlegung der demografischen Schieflage in einem System lösen, das davon lebt, dass die Pyramide weiter Pyramide bleibt, dann muss das ausgetragen werden. Das ist, wie Sie wissen, nicht geschehen. Wie ist es mit Immobilien? Ja, ich mache Baurecht, ich sage es Ihnen ganz offen. Ich wundere mich immer, ja, ich frage immer, wie Leute in der Bundesrepublik eine Immobilie für was Sicheres halten können. Und das nicht nur, und das jetzt nicht nur ich sage jetzt nicht Frankfurt oder München. Ja, das kann sich von Stadtteil so rasend ändern, dass das sowieso eine Autosuggestion ist, dass eine Immobilie, da hat man so richtig was in der Hand. Das zu fördern ist, wie soll ich sagen, also ja, die demografische Autosuggestion vor dem Hintergrund des Verfalls von Preisen zu beschleunigen, würde ich nicht gut finden. Ich wollte vielleicht gerade noch mal auf Sie kurz eingehen, weil das eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist mit der Altersversorgung, um noch mal diesen Faktor Demografie überhaupt, ich meine, da ist er evident irgendwie, da liegt er auf der Hand. Aber er ruht natürlich, oder die gesamte Alters- oder unsere Vorstellung davon, wie das Alter aussehen soll und wie die Versorgung im Alter aussehen soll, hängt natürlich doch sehr stark auch von der Annahme eines bestimmten Modells familiären Zusammenlebens ab und auch der Organisation von Erwerbsarbeit im Vorfeld, bevor dann der Altersfall dann eintritt. Ich finde denn, oder also eigentlich schaue ich ja, also ich sage es mal so, um jetzt am Ende des Abends kann ich es ja sagen, ich bin ja überhaupt kein Demografie-Experte, also Claudia Neu hat mich vorhin ja eigentlich da mir viel zu viel Ehre getan, ich bin auf die Demografie eigentlich nur deswegen gekommen, weil ich finde, die Demografie, und da kommen wir dann auch nochmal zu der Ausgangsfrage zurück, was ist eigentlich das Problem dabei? Ich finde, dass die demografische Entwicklung ist in gewissem Sinne für verschiedene Felder eine Art Brandbeschleuniger. Also bei der Altersversorgung ist es evident, beim Kapitalmarkt oder beim Häusermarkt ist es vielleicht noch nicht so ganz evident, da merken das dann erst manche. Man kann aber eigentlich den gesamten Bereich von gesellschaftlichen Leistungen oder staatlichen Leistungen auch durchspielen und kann sehen. Und insofern war ich dankbar, dass wir jetzt gerade nochmal auf diese Frage der Ungleichheit gekommen sind, weil das Interessante am demografischen Wandel ist tatsächlich, dass er bestimmte Tendenzen, die gesellschaftlich da sind und die konstitutiv sind, glaube ich, für die Kohäsion und den Zusammenhalt der Gesellschaft, nämlich gerade dieses Dreieck von Erwerbsarbeit, familiäres Zusammenleben und wohlfahrtsstaatliche Sicherungssysteme, dass da dieser demografische Faktor tatsächlich als eine Art Brandbeschleuniger von Problemen und auch von Konflikten wirkt. Und dadurch, und ich glaube, dieser Effekt der Brandbeschleunigung wird im Moment noch dadurch, also gelöscht wird im Moment noch durch die Babyboomer. Und sobald diese Löschdecke der Babyboomer irgendwann mal verschwunden sein wird, beziehungsweise versorgt werden muss, weil die dann in die Altersversorgung reinkommen, ich glaube, dann wird tatsächlich auch der gesellschaftspolitisch kritische Punkt kommen, bei dem ich mir dann gar nicht so sicher wäre, wie er dann gesellschaftlich ausgetragen wird und wie er dann auch politisch verhandelt wird. Aber ich glaube, also wenn man mit dem Bild arbeitet, der Brandbeschleunigung und der Löschdecke, die wir im Moment eigentlich noch von der Altersstruktur derjenigen haben, die im Moment in Arbeit sind und dadurch natürlich auch Altersvorsorge und Alterssicherung mitfinanzieren,
Das, glaube ich, macht nochmal so ein bisschen das Problemszenario, was wir da vor Augen haben und auf was wir uns zubewegen. Da würde ich auch Ihnen zustimmen. Ich denke, viele von den Konflikten, die kommen werden, sind im Grunde genommen jetzt eigentlich schon vielleicht noch in einem Status Ascendi, aber sie sind zumindest schon erkennbar. Mein Name ist Bringmann, Verband Kommunaler Unternehmen. Herr Kerst, eine ganz kurze Replik. Ich glaube nicht, dass wir die Probleme in der Gesamtheit per Ordre de Mufti von der Politik nach unten lösen können. Wir müssen sicherlich manche Rahmenbedingungen schaffen und hier an manchen Stellschrauben noch arbeiten, aber ich glaube, das, über das wir den ganzen Abend gesprochen haben, schlägt doch auf bei den Menschen, die vor Ort leben. Wenn wir uns stärker auf das Subsidiaritätsprinzip beschränken und vieles eher von unteren Einheiten erledigen lassen, als es immer vom Obrigkeitsstaat zu erwarten, oder anders ausgedrückt, die Flotte unserer Rathäuser wird viel mehr bewegen können als unsere Ministerien, wenn wir sie denn ließen, weil sie näher am Menschen sind. Ich glaube, da wären wir schon wesentlich weiter. Aber das nur als kurze Replik. Gestatten Sie mir eine Frage, die vorausgestellt vor der Begründung. Sind wir zu mobil? Die Frage meines Nachbarn vorhin, zieht die Industrie in die Peripherie oder kommt sie in die Städte, halte ich für irrelevant. Relativ irrelevant. Wir haben Gebiete, in denen es eine gesunde Wirtschaftsstruktur im ländlichen Raum gibt. Mittelständische Struktur, Arbeitsplätze. Wenn ich aber mit den Mittelständlern dort spreche, ist das vordringlichste Problem heute der Facharbeitermangel. Die Menschen ziehen nicht mehr dorthin. Uns fehlt etwas Identitätsstiftendes in vielen Gemeinden. Die Vereine leiden am Nachwuchsmangel. Selbst bei Tennisvereinen können die Vorstände schon nicht mehr besetzt werden. Die Vorstandsposten, die Abschlüsse können nicht mehr gemacht werden. Kassenprüfer werden schon nicht mehr gefunden. Davon wird der deutsche Sport nicht untergehen. Aber das wäre doch vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Da hat man noch Schlange gestanden, um in irgendeinem Tennisclub noch einen Vorstandsposten zu bekommen. War auch Teil unserer Identität. Auch das hat sich gewandelt. Aber diese Identität ist doch hier auch in einem dramatischen Wandel begriffen. Und wenn ich die Mobilität als einen Aspekt anführe, stelle ich fest, dass viele junge Menschen nicht mehr den Betrieben hinterherziehen, sondern auch aufgrund einer gewandelten Arbeitswelt flexibel bleiben wollen. Und nur weil sie jetzt einen Job angeboten bekommen haben, vielleicht bei einem attraktiven Arbeitgeber, dem nicht mehr hinterherziehen. Die Städte, die gewachsen sind, sind vor allem in den 60er bis in die 60er, 70er Jahre gewachsen. Die noch Industrieansiedlungen danach hatten, haben ja einen ganz interessanten Fall. Also diese Neureichen unter den Kommunen, sie haben mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Das wäre doch in den 60er Jahren fast undenkbar gewesen. Da sind doch viel mehr, auch aufgrund langfristiger Bindung an den Arbeitsplatz, viel mehr Menschen nachgezogen. Das bleibt heute aus. Man pendelt über weite Strecken. Wenn Sie aus Frankfurt kommen, wie lange brauchen Sie nach Bonn? 3/4 Stunde mit dem ICE. Dann sind Sie in Bonn. Kann man problemlos von Bonn aus irgendwo in der schnuckligen Vorstadt in Gründerzeithäusern leben und nach Frankfurt pendeln und abends wieder zurück. Oder von Mannheim nach Stuttgart und zurück. Also insofern die Frage, inwieweit ist dieser Mobilitätsaspekt für Sie eigentlich von Relevanz? Sind wir zu mobil geworden oder ist das nur eine Ausprägung? Ja, also zunächst, ich hoffe, ich bin hier nicht so rübergekommen, als würde ich hier den Obrigkeitsstaat irgendwie predigen. Ganz und gar nicht. Ich glaube, wir machen in unserem Buch auch ganz klar, es muss auf allen Ebenen geschehen. Allerdings, das hatte ich vorhin versucht anzudeuten, es macht einen großen Unterschied in dieser Republik, ob der Bürgermeister einer Stadt sagt, wir haben ein demografisches Problem und das machen nicht nur alle, sondern ob das vielleicht ein Minister macht im Land, der Ministerpräsident oder sogar die Bundeskanzlerin und einfach zum Beispiel sagt, was jetzt mit der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist, ja oder nein. Das heißt, wir haben hier natürlich auch vor dem Hintergrund unserer Selbsterzählung, unserer Gesellschaft ein Problem, das auch da angesprochen werden sollte. Bei der Subsidiarität bin ich ganz bei Ihnen, bin ein Freund der Kommunen, auch starker Kommunen, aber die Frage der Mobilität und der Frage, wie identifizieren wir uns, ja, ist heute einfach schlicht und ergreifend ein Problem, das wir mit dem Begriff der Lichtungen ja auch beschreiben. Das heißt, diese Vereine, wie Sie auch sagen, gehen weg und es wird
für junge Leute unattraktiv, dorthin zu kommen. Sie haben das jetzt nicht nur mit Industrie, sondern wir haben das Landarztproblem und wir finden praktisch keinen mehr, ja, der, wie es in einer deutschen Novelle heißt, bereit ist, den Leuten der Nachtglocke zu folgen. Ja, vielleicht noch einen weiteren Punkt, der jetzt gar nicht mal so genau angesprochen worden ist, aber wie organisieren wir eigentlich in Zukunft eben die Daseinsvorsorge? Und wir haben das in dem Buch gar nicht so klar gemacht wie in anderen Veröffentlichungen, dass natürlich auch darüber nachgedacht werden muss, was ist denn die neue Rolle eigentlich von Bürgerinnen und Bürgern? Und da befinden wir uns in einem sehr paradoxen Feld. Einerseits gibt es viele neue Anforderungen. Staat ist weg, Infrastruktur ist weg, Bürger ist jetzt dran. Wollen die Bürger das machen? Hören sie da den Ruf oder hören sie den nicht? Bis jetzt denken wir aber über die Mitwirkung von Bürgern noch ganz klassisch staatlich. Also das ist keine Aufgabe der Bürger. Gleichzeitig sehen wir auf der anderen Seite aber, dass es natürlich große Bürgerbegehren gibt und Bürger jetzt ihre neue Rolle einnehmen wollen. Und da werden wir sicher auch noch, ja hoffentlich eben neue Sichtbarkeiten und diese Konflikte auch wirklich positiv lösen können. Also es geht nicht nur um die Kommunen, sondern auch inwieweit ein neues Miteinander mit den Bürgern geschafft werden kann. Und ich glaube, die Zeichen stehen gar nicht so schlecht, dass es klappen könnte. Aber nur dann, wenn Bürgern eben auch neue Mitwirkungsräume zugestanden werden und das nicht nur so, ja Gott, ich kann halt irgendwo abstimmen und bürgerliche Mitwirkung am Ende eigentlich ungewünscht ist. Wenn das so ist, dann klappt es nicht. Wenn Bürger ernst genommen werden und auch neue Spielregeln gefunden werden, ich glaube, dann könnte es auch in dieser Richtung etwas besser klappen. Wobei die Beschreibung, die Sie gegeben haben von der lokalen Sozialstruktur, dass da wirklich, also tatsächlich das Problem, also das fällt ja schon auf. Das gilt ja wirklich für die Vereine, für die Kirchen, für die gesamte soziale Infrastruktur an vielen Orten, dass da eigentlich sowas wie eine lokale Mittel- und Oberschicht, die sitzt im Pendlerzug, die pendeln jeden Tag 4 Stunden, 2 Stunden hin und 2 Stunden zurück, die qualifizierten Leute, wenn sie denn da bleiben und stehen natürlich insofern, die haben keine Energie mehr, die haben keine Vitalität mehr dafür, sich jetzt in irgendeinem Sportverein oder in der Kirchgemeinde oder sonst wo zu engagieren. Früher war das selbstverständlich, dass eine bestimmte Position, die man hatte, ob man da Arzt war, ob man ja vielleicht auch Vorarbeiter in der lokalen Industrie war, ob man da eine Position in der öffentlichen Verwaltung hatte, dass das auch verbunden war mit einem bestimmten Engagement in dem lokalen Umfeld, was vorhanden war. Und insofern leben natürlich solche Sozialstrukturen immer von einer bestimmten Infrastruktur, die da ist und jede Arztpraxis, die schließt und jede Behörde, die verlagert wird an einen anderen Ort und jeder Betrieb, der nicht mehr vorhanden ist, der zieht natürlich dann auch einen bestimmten Typus von ja, Leuten, von Professionen auch oder auch von Personen mit einem bestimmten Professionsverständnis, zu dem eben auch eine bestimmte Art von sozialem Engagement zählt. Also ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der eigentlich bislang, der taucht bei uns in dem Band auf, aber er ist bislang eigentlich auch in der Soziologie noch nicht richtig diskutiert. Also auch das ist eben auch ein Effekt von Demografie, wobei man natürlich auch dann sagen könnte, naja, vielleicht sind auch ein bisschen die Ungleichheiten in den Infrastrukturqualitäten schuld, weil wir haben hervorragende Infrastrukturen, um relativ schnell auch von Göttingen nach Hamburg an einem Tag und zurückzukommen, die dann auch genutzt wird, aber wir haben dann eben auf der anderen Seite, also der Preis für diese hohe Infrastrukturqualität oder die Leute dann von Bonn nach Frankfurt bringt, ist dann, dass möglicherweise an anderen Orten die Infrastruktur verloren geht, um genau solche Prozesse dann auch zu ermöglichen oder gewissermaßen die Investition, die in diese Infrastruktur dann vollzogen wird, an andernorts tatsächlich fehlt mit den von Ihnen auch beschriebenen Konsequenzen. Wobei ich also nur kurz, ich würde schon sinnvoll finden, wenn man irgendwie trennt die richtig ernsten Probleme, also wenn es keine Ärzte mehr gibt, von der Vorstellung, dass das deutsche Vereinsleben so herrlich ist, dass es auf dem Niveau, das es einmal erreicht hat, auch konstant gehalten werden soll. Das könnte ja auch einfach sein, dass die Leute andere Freizeitverwendungen haben. Das hat gar nichts mit Demografie zu tun. Das ist eben irgendwie entnormativiert worden, dass man sagt, man muss eben lokal, und da bin ich persönlich ganz dankbar dafür, nicht in so einem Verein sein, um irgendwie als normales Mitglied der Kleinstadt irgendwie akzeptiert zu werden. Man hat dann keine Nachteile, wenn man eine Wohnung sucht, weil man nicht im Verein ist. Nee, darum geht es eigentlich gar nicht. Also die Bowling Alone würde ich sagen, super. Nee. Also ich bowle ganz gern alone. Also und glaube nicht, dass ich jetzt fehle sozusagen in der Solidarität oder irgendwie so. Also es könnte doch sein, dass hier da einfach ein kognitiverer Stil entstanden ist, der irgendwie sagt, naja, wenn ich irgendwo wohne, dann heißt das noch nicht X und Y und Z, sondern ich wohne da eben. Ja.
Aber ich glaube, es geht eigentlich um einen Paradigmenwandel im Verständnis von bürgerschaftlichem Engagement. Wir haben nämlich eine Ausweitung des Engagementbegriffs. Es geht gar nicht darum, seit Jahrzehnten sporteln Menschen in Sportvereinen, singen in Chören, das ist wunderbar, hat sich nie einer darum gekümmert. Dass wir eigentlich gar keine Engagementforschung in Deutschland haben oder erst jetzt zum Aufrufen zum vierten Freiwilligen-Survey zeigt schon etwas darüber, was wir auch schätzen sollten, dass Engagement etwas zwischen Markt und Staat ist. Aber warum reden wir jetzt so oft über bürgerschaftliches Engagement? Das ist nämlich nicht mehr reicht. Es geht nicht mehr darum, dass in Chören gesungen wird, sondern dass jetzt Bürger tatsächlich auch aktivere kommunale Aufgaben übernehmen sollen. Ich sage nur Dorfladen, Bürgerbus und dergleichen. Also es gibt ein stärkeres Aufrufen bürgerlicher Aktivitäten. Gleichzeitig, und das hat Frau von der Leyen ganz massiv betrieben, auch die Ausweitung in Richtung Familienarbeit. Also das soll jetzt Engagement sein. Senioren sollen jetzt Demente, also jüngere Senioren sollen jetzt Demente pflegen. Also da würde ich jetzt, geht es glaube ich gar nicht um ihr persönliches Schicksal, dass sie vielleicht nicht so gerne in einem Chor singen, sondern dass es schon ganz klare, massive Kräfte gibt, die bürgerschaftliches Engagement nutzen wollen. Und das ist eben die Frage, wollen Bürger als Ausfallbürger wahrgenommen werden oder wollen sie tatsächlich als Mitspieler aktiviert werden oder tatsächlich irgendwie einbringen können? Ja, ich wollte ein bisschen Verunsicherung durch meinen Beitrag auslösen. Im Prinzip kommt er auch herein durch diese Fachkräftedebatte, weil wir erleben ja im Prinzip Zuwanderung seit 2 Jahren in einem größeren Ausmaß und das ist ein Nettozuwanderungssaldo. Wir wissen nicht die Zukunft, wie sich das in den nächsten Jahren darstellt und so weiter. Und trotzdem hängt ja da sehr viel dran. Also ob die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bundesrepublik einen Weg findet, was weiß ich, dieses Exportvolumen, was sie heute prägt, fortzusetzen. Oder erlebt sie einen Einbruch, wie sie ihn 2009 erlebt hat. Das heißt, diese Zukunftsfragen sind ja völlig offen. Und das heißt, der Konflikt in der Gesellschaft um den Steuertopf, sage ich mal, oder um den Rententopf, der spitzt sich ja dann zu, wenn die volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht so einen wunderbaren Weg aus der Krise 2009 bis 2013 gefunden hätte. Das heißt also, diese Perspektiven auch, was den Fachkräftemangel betrifft, da kann man eine Reichweite vielleicht bis 2025 noch seriös mit 6 Millionen oder irgendwie schätzen. Aber alles andere ist Kaffeesatzleserei. Also diese Zeithorizonte in der Demografie-Debatte, die bis 2060 da gehen, halte ich für vollkommen unsicher. Das heißt, wir wissen auch nicht, wie sich das neue Verhalten zwischen den Geschlechtern weiterentwickelt bei beidseitigen Erwerbsbiografien und dem Verhalten, was die Frage, ob man Kinder gemeinsam großzieht und so weiter. Das heißt also, diese neuen Lebensstile, die da hinten dran hängen. So, das heißt also, diese Frage nach vorne sind doch von sehr vielen Unsicherheitsfaktoren geprägt. Und das fehlt mir häufig in dieser Demografiedebatte, sage ich jetzt mal. Und natürlich auch in der demokratischen Zuspitzung, also im Dorf. Also wenn es im Dorf jetzt, in der Uckermark geht, da stehen, 4 Dörfer und 4 Feuerwachen und jetzt werden die zusammengelegt zu einer, dann kann man das plötzlich nicht mehr abstimmen, weil da geht es um ökonomische Probleme. Und um Brandschutz. Das heißt also, es gibt auch Sachen, die sich plötzlich der demokratischen Beteiligung mehr oder weniger entziehen. Und das, auch solche Fragen muss man da an sich heranlassen. Vielleicht Sie noch dazu nehmen. Vielen Dank. Kai Brauer, ich lehre Soziologie des Alterns an der Fachhochschule in Kärnten. Und bin extra heute hergekommen, um die wunderbare Buchvorstellung von Frau Neu, Herrn Vogel und Herrn Kersten beizuwohnen. Obwohl ich das Buch jetzt noch nicht kenne, aber wir haben hier nur heute einiges gehört. Und ich würde auch anschließen also an das, was Sie sagen. Also in Österreich ist es so, dass die demografische Entwicklung ganz ähnlich ist. Also von der Fertilität und Nuptialität, aber trotzdem gibt es keine so starke Diskussion um ein Aussterben der Österreicher und Österreicherinnen, weil das auch nicht stattfindet. Also leicht andere Migrationsverhältnisse sorgen ja schon dafür für eine stabile, auch in Aussicht stabile Bevölkerung. Auch das Beispiel Frankreich wäre da nochmal zu erwähnen. Also noch vor ein paar Jahren hat dann Stefan Radil so geschrieben,
seit den letzten 30 Jahren haben wir eine Nettofertilitätsrate von 1,4 und das wird sich in nächster Zukunft auch nicht ändern. Also, und dann kommt alles das, was jetzt Herr Vogel angedeutet hat, war ein großes Problem. Dass sich dann auf einmal eine Fertilität auf 2,0 steigert, das hat man auch nicht so vorausgesehen, so einfach so. Und auch jetzt über ein paar Jahre stabil, hätte ja sein können, so ein kurzer Ausreißer. Aber offensichtlich ist das zum Trend geworden, dann doch wieder mehr Kinder zu bekommen. Also das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen und daher ist es auch wirklich mit den demografischen Prognosen nicht so einfach. Also bislang haben die auch nicht zugetroffen. Also die ganzen Prognosen vom BIP aus den 50er und 60er Jahren lagen also grob daneben. Ja? Und dass sie jetzt heute etwas besser liegen sollten, liegt daran, dass sie halt verschiedene Szenarien rechnen. Und da haben wir aber große Bandbreiten dazwischen. Es geht dann immer gleich um relativ viel Bevölkerung, die dann zwischen den Prognosen liegt. Also so ein Wetterbericht, so entweder es schneit oder es gibt Sonne. Also es ist schon die Frage, wie viel, was können wir wirklich damit anfangen. Das heißt ja nicht, dass wir gar kein demografisches Problem hätten. Ich würde eben bloß unterscheiden wollen zwischen Demografismus und Demografie. Also das verhält sich so wie Soziologie, ja, solide Wissenschaft, zu Sozialismus, ja, also eine Ideologie, ja. Und was man viel hört, ist wirklich Demografismus, also wirklich so ganz stark auf Alarm ausgerichtet, auch sehr altersfeindlich übrigens, ja, also als wenn, also wenn man von zu viel Alten spricht, muss ich das überlegen, was man da sagt, ja, haben wir auch zu viele Behinderte, haben wir auch zu viele Ausländer, zu viel Juden oder so, ja, also ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn wir von zu viel Alten sprechen und wir wissen auch nicht, wie die Älteren denn sich in 40, 50 Jahren verhalten. Ganz davon abgesehen, ob wir da eine Bundesrepublik haben oder einen Euro oder irgendwie sowas. Ja, also sind schon einige Systeme in kürzerer Zeit zusammengebrochen. Aber die Frage ist also die, was passiert jetzt kurzfristig in den Dörfern? Das sind Sachen, die sind absehbar. Das sind so die Fragen, die hier auch gestellt wurden. Und das ist natürlich wirklich nicht die Frage, das war ja der richtige Gedanke, Vereinsarbeit, aber es geht tatsächlich eher um die Feuerwehrvereine. Ja, und ob bestimmte Dinge, die dann von Bürgern geregelt werden müssen, aber was passiert denn, wenn dann wirklich niemand mehr da ist? Und wenn wir da auf die demografischen Zahlen gucken, die wir jetzt haben, also wenn wir zurückgucken, dann sehen wir ja, dass das mit dem Land erstmal nichts zu tun hat, sondern eher was mit wirtschaftlichen Verhältnissen. Weil Regionen mit stabiler Bevölkerung, auch zukünftig stabiler Bevölkerung, sind auf dem Land. Ne? Raum Vechta, ja, so eher eine periphere Gegend, ne, den Raumkategorien, sehr weit abgelegen von den großen Ballungszentren, haben die besten Fertilitätsraten, die besten demografischen Aussichten. Das ist ein ländliches Gebiet. Ja? Das ist ein ländliches Gebiet. Also nicht nur Süddeutschland, weil das vorhin so aufkam, deswegen wollte ich das nochmal einweisen, also auch Norddeutschland, solche Gebiete, die prosperieren. Nicht? Und das meinte auch Claudia Neu ganz sicher. Und die große Bevölkerungsbewegung, Migration, also das zu mobile, das findet statt und ist dann negativ für Gebiete, die wirtschaftlich schlecht dastehen, Ruhrgebiet und Ostdeutschland. Also es ist keine demografische Frage, sondern eine Frage der wirtschaftlichen Entwicklung in Gebieten. Also sie sterben weniger dadurch aus, dass die Leute altern, die sterben eher dadurch aus, dass Industrien sich nicht schnell genug anpassen, dass große Verwerfungen da sind. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde. Und wir sehen, dass tatsächlich dadurch eine Chance besteht. Also wenn wir bei der Böll-Stiftung sind, können wir ja auch mal Fragen stellen, so praktisch, was passiert denn dann in solchen Dörfern? Und es gibt gute Beispiele. Also Galenbeck war zum Beispiel ein Beispiel, was ja Frau Neuer untersucht hat oder gezeigt hatte, dass ein Ort, der auch sehr periphär und nur noch in Ostdeutschland, auch noch mit schlechter wirtschaftlicher Lage, dass da, wenn sich Bürger einsetzen für die Schule zum Beispiel, ja, dass dann auch wieder Prosperität entstehen kann und dann diesem Trend entgegengesteuert werden kann für diesen Ort. Es gibt auch andere Beispiele. Ne? Also Langeneck ist immer ein ganz, ganz berühmter Ort, also der abgeschrieben war von der Politik schon, wo man sagt, das lassen wir aussterben, das bringt nichts mehr, wo dann aber Raumpioniere hingezogen sind und gesagt haben, nee, das ist ja für uns recht preiswert. Also vorhin war auch diese Diskussion, sag ich, das gibt es schon, dass dann jüngere Leute dann dahin ziehen und die alten Bauernhäuser kaufen, weil sie da einen gewissen Wert entdecken und dann aber auch tatsächlich nicht bürgerschaftliches Engagement als Anhängsel eines Staates oder jetzt mal in die Bresche springen, sondern sie eignen sich den Ort an und sagen, wir wollen das so und so haben, wir führen eine eigene Währung ein, wir wollen einen eigenen Dorfladen haben und schaffen es dann auch gegen den Trend, jetzt praktisch eine bessere demografische Entwicklung zu haben, als die Nachbarorte mit hohem Tourismus, ja, die immer gefördert wurden, auch noch aus EU-Mitteln, ja, muss man sich vorstellen. Ja. Also das nochmal als Anregung. Vielleicht machen wir jetzt so eine kleine Schlussrunde, denn wir sind zeitlich schon, oder habe ich jetzt noch jemanden? Ich weiß nicht, gab es noch jemanden, der was, dann würden wir einfach noch die dritte dazu sammeln? Nee, okay. Nein. Dann würde ich das aufnehmen ein bisschen, also beide wurden und noch einen Satz dazu sagen und dann können Sie sich nochmal äußern. Eine Möglichkeit, auf all diese Probleme zu reagieren, außer politischen Konflikten und
oder technischen Maßnahmen, so, ist ja Erwartungsänderung. Sie haben in Ihrem Buch an einer Stelle den hübschen Satz, wir werden keinen Film haben, der rückwärts läuft. Also man kommt jetzt nicht einfach in Zeiten zurück, die älter sind und sagt, naja, dann sind wir eben da wieder. Aber wir haben im Vorgespräch das auch schon mal so kurz angetippt, wenn Sie sagen, wird Gegenden geben oder gibt es schon, wo man irgendwie eine Stunde, einen Tag lang unterwegs ist, um zu einem Facharzt zu kommen, weil Sie, so wie Sie es gerade auch beschrieben haben, weil wegen Migration und weil keine Ärzte hineingehen. Dann ist ja eine Möglichkeit zu sagen, wir führen eine politische Debatte, wie da jetzt Fachärzte wieder hinkommen oder wie die Leute zu den Fachärzten kommen oder was wir uns leisten wollen an Transportmöglichkeiten oder an oder wie diese Debatte, die man geführt hat mit den Medizinern, dass man sagt, du kriegst das Medizinstudium, aber nur wenn du 3 Jahre auf dem Land bist oder so. Das sind so. Man könnte aber auch einfach sagen, die Erwartungen der Leute passen sich an. Es dauert dann einfach einen Tag, bis man den nächsten Facharzt hat. Und das wäre der rückwärts laufende Film. Denn wir kommen ja aus Zeiten, wo die Leute einen Tag brauchten, um bei einem Facharzt zu sein. Das haben wir jetzt nur vergessen. Also wir haben es insbesondere vergessen, weil wir einer Generation angehören, die es eben nicht, die es in Büchern nachlesen muss. Ja? Und das wäre noch so eine Sache, die ich Sie gerne fragen würde. Ist das zu grimmig oder ist das zu kalt oder so, wenn man sagt, naja, wenn ich mir das 20. Jahrhundert so anschaue, die Leute sind mit wesentlich weniger Wohlstand, mit sehr viel mehr Ungleichheit zurande kommen. Wenn wir sagen, bei uns nimmt die Ungleichheit zu, dann würde man sagen, ja, jetzt guck mal in ein Geschichtsbuch, historisch muss man jetzt noch nicht nervös werden. Man muss nur nervös werden, wenn man die Erwartungen festhält und mit denen man groß geworden ist. Und es ist ziemlich schwer, sich von denen zu verabschieden. Aber ist das nicht vielleicht auch etwas, was einfach stattfinden wird? Dass die Erwartungen abschmelzen werden, dass man innerhalb von einer Viertelstunde bei einem Facharzt ist? Nur so als Beispiel. Oder der Brandschutz so umfassend, wie er eben zwischen 1950 und 1970 war, aber vorher nicht und nachher vielleicht auch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ja irgendwo auf der Mitte liegt, ist ja relativ groß. Genau wie wir uns an den Klimawandel adaptieren, werden wir uns natürlich auch an den demografischen Wandel gewöhnen. Aber es ist halt, und das sind vielleicht nochmal 2 Punkte. Erstens, nicht nur eine Frage, ich gewöhne mich dran, dass ich länger zum Arzt muss, sondern die Straße, auf der ich fahre, die muss ja auch unterhalten werden. Es geht in Kommunen darum, nicht einfach, dass da weniger Leute wollen, sondern dass das Trinkwasser nicht verkeimt. Es geht darum, dass sie nicht nach Paragraph, ich hoffe es richtig, 36 Energiewirtschaftsgesetz einfach vom der Elektrizität abgeschnitten werden. Es geht um ihr Breitbandkabel. Das heißt, wir haben hier schon Strukturen und deswegen haben wir auch diesen Strukturbegriff klar gemacht. Es ist nicht nur, dass wir uns daran gewöhnt haben, sondern wir haben da haptische, anfassbare Strukturen, die wir irgendwie unterhalten müssen. Wir haben Eigentum. Wir sagen inzwischen zu den Kommunen, hör zu, im Baugesetzbuch, ihr organisiert jetzt einen Prozess, wo sich alle in dieser Kommune darüber einigen, wer zurückbaut und wie viel euer Eigentum noch wert ist. Das heißt, da haben wir diese Anpassungsprozesse. Aber es ist nicht nur Gewöhnung, das sind harte Konflikte und sie müssen politisch gelöst werden. Dass es pluralistischer wird, ganz klar. Das ist auch eine Sache, die ich sagen würde, die ist sehr gut. Die Frage, ist es nur rein ökonomisch? Ja? Da haben wir, glaube ich, gesagt, Demografie matters, auf jeden Fall. Man kann es am Beispiel machen, ja? Dieser Fachkräftemangel, ein Großteil der deutschen Bevölkerung, die jetzt da nicht irgendwie diese Facharbeiter brauchen, sehen das total gern, weil sie irgendwie die Vorstellung haben, wir werden bald keine Arbeitslosigkeit mehr haben. Ne? Also wir werden immer weniger, die Arbeitsplätze bleiben gleich und jeder kriegt irgendwie einen Job. Aber das zeigt, wie auf der einen Seite der demografische Wandel unter- und überschätzt wird zugleich. Auf der einen Seite glaubt man offensichtlich, dass allein die Abnahme der Bevölkerung schon irgendwie die Arbeitsplätze irgendwie erhält. Zugleich wagt man überhaupt gar nicht die Vorstellung, was es bedeutet, wenn wir eben nicht mehr genug Leute haben, die in einem erwerbsfähigen Alter um Arbeitsplätze konkurrieren, ja, die Besten sein wollen, diese Jobs dann auch bekommen und effektiv ausfüllen. Das heißt, wir unterschätzen und überschätzen, gerade in diesem wirtschaftlichen Bereich, Demografie zur gleichen Zeit. Ja. Peter Selin und Kai Brauer ging es ja auch, glaube ich, nochmal um den Punkt, dass die ganzen Prognosen, über die wir jetzt sprechen und die Zukunftserwartungen in keinster Weise eintreten müssen. Weil, worüber wir nicht gesprochen haben, technische Neuerungen sind immer möglich und dann können plötzlich ganz neue Handlungskorridore entstehen, von denen wir heute gar nichts wissen. Auch der demografische Wandel kann vielleicht nicht kurzfristig umgekehrt werden, aber natürlich können auch Geburtenzahlen plötzlich wieder
steigen. Also ich denke auch nicht, dass wir das irgendwie in Abrede gestellt haben oder dass wir jetzt mit Zahlen von 2060 gespielt haben. Kai Brauer hat es ja nochmal ganz klar gemacht, es geht jetzt um den Wandel und die Gestaltbarkeit des Wandels jetzt und vor Ort. Ein Punkt, den ich nur noch zum Schluss machen möchte, ja, ich denke schon, dass es auch um Erwartungen geht. Wir sind tatsächlich immer noch bei dem Golden Age der 50er und 70er, der für uns auch gerade die letzte Babyboomer-Generation so immer noch die aktuelle Bezugsfolie ist. Wir spielen immer noch darauf, wie schön das doch alles damals war oder vielleicht auch mit Florian Illis, also Generation Golf, wir sitzen alle noch im Bademantel vor Wetten, dass. Das ist, glaube ich, tatsächlich vorbei. Wir können aber auch eine Gesellschaft beginnen, mit der wir mehr Risiko, einfach bereiter werden, mehr Risiko zu tragen. Das heißt auch für den Einzelnen mehr Risiko, aber auch in der Gesellschaft es tatsächlich schaffen, risikobereiter zu werden. Und ich möchte nicht mit der Vollversorgungsmentalität ankommen, weil das würde die ganze Sache etwas abmildern oder eigentlich auch so despektierlich darüber denken. Aber sind wir tatsächlich bereit, mehr Risiko zu tragen, um vielleicht den mehr Freiheitsgrade, mehr Entscheidungen, mehr Verhandelbarkeit, mehr Politik? Ich würde es mir wünschen. Also ich meine, selbstverständlich werden sich Erwartungen verändern. Das finde ich eigentlich auch gar nicht so interessant und ich glaube, ich wäre auch gar nicht, also ich würde das auch gar nicht so ironisieren, dass da bestimmte Erwartungen geschaffen worden sind, sondern diese Erwartungen, die geschaffen worden sind, ruhen natürlich auch auf bestimmten zivilisatorischen Grundlagen, die geschaffen worden sind. Also ich würde einen Wohlfahrtsstaat, so wie wir in Europa kennen, als eine bestimmte Form der zivilisatorischen Grundlage unserer Form, unseres Zusammenlebens betrachten, würde es nicht danach sagen, naja, irgendwie, man muss sich halt von bestimmten Dingen verabschieden. Ich denke, Wandlungsprozesse in Erwartungen finden sowieso statt. Und also genauso wenig, wie ich ironisieren würde, dass Leute in Vereinen aktiv sind. Also das ist wichtig, glaube ich. Es gibt ja den schönen Satz, ein Volk, von dem nicht irgendwie 60% am Samstagabend den Musikantenstadel schauen, das ist praktisch gar nicht zu regieren. Und insofern, also das ist auch nicht meine Rolle, also dass ich jetzt das beurteile, ob das gut oder schlecht ist, sondern ich glaube, das ist wichtig für ein dörfliches oder für ein kleinstädtisches Zusammenleben, dass es irgendwie eine Kirchgemeinde gibt, dass es Vereine gibt, Sportvereine, Musikvereine, sonst irgendwas. Ob ich das jetzt gut finde, dahin zu gehen oder nicht, glaube ich, ist vollkommen wurscht, sondern entscheidend ist, dass das, glaube ich, was zur Kohäsion in diesen jeweiligen Orten beiträgt. Und der andere Punkt, also insofern, ich würde einfach davon ausgehen, insofern ist das gar keine grimmige Frage, sondern die Erwartungen werden sich verändern. Da bin ich mir ganz sicher, weil gewissermaßen die gesellschaftlichen Spielräume auch gar keine andere Wahl lassen. Der andere Punkt ist der, was die Zukunftsprojektion anbelangt. Ja gut, also ich meine, Prognosen sind immer schwierig, das ist schon klar, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass der demografische, also wenn wir es jetzt nochmal von der Demografie aufziehen, das hatten wir heute Abend ja auch schon an verschiedenen Punkten gehabt, klar ist, dass Demografie einen bestimmten Projektionsraum abbildet. Weil man ja in der Tat gewisse Unsicherheiten hat. Auch wenn die Demografen sagen, sie wissen das eigentlich ziemlich genau, wie sich das alles entwickeln wird, gibt es bestimmte Unsicherheiten. Und ich finde daran interessant eigentlich dann schon, also nicht die Vorstellung, es gibt zu viele Alte, sondern ich finde schon interessant darüber nachzudenken, gesellschaftswissenschaftlich auch darüber nachzudenken, wie sieht eigentlich eine alternde Gesellschaft aus, die als im Durchschnitt älter wird. Da kommt es dann gar nicht darauf an, wie viele dann älter werden oder ob die Fertilitätsquote dann irgendwie bei 1,8, 2,1 oder dann doch nur 1,3 liegt, sondern tendenziell bewegen wir uns auf eine immer weiter alternde Gesellschaft zu. Ich glaube, da gibt es relativ wenig Dissens auch von den Grundlagen. Und wie wird eine solche Gesellschaft aussehen? Und da höre ich immer zwei Prognosen. Die eine Prognose sagt, eine solche Gesellschaft wird friedlicher sein, weil alte Menschen tendenziell friedlicher sind, weniger konfliktbereit, vielleicht ein bisschen konservativer. Da denke ich mir, naja gut, da gibt es auch einige, also was man so, die Alltags, es ist nicht alltagsevident, sagen wir es mal so. Dann gibt es aber diejenigen, die sagen, also eine alternde Gesellschaft, das wird ein furchtbares Szenario werden von Konflikten zwischen Jung und Alt, die dann da ausgetragen werden. Da würden wir jetzt aber auch nicht sagen, das ist ein wahrscheinliches Szenario. Insgesamt, glaube ich, klingt unser Buch ohnehin jetzt nicht nach besonders großem Pessimismus,
aber ich finde es interessant, sich darüber Gedanken zu machen, wie sieht eigentlich eine solche Gesellschaft aus? Wie müssen deren Institutionen beschaffen sein? Wie werden dort Generationenverhältnisse organisiert? Wie werden dort Familienverhältnisse organisiert? Wie werden dort Konflikte um Arbeit, um Arbeitsteilung ausgetragen? Und letzten Endes natürlich auch, wie werden dort Konflikte um Privilegien und Benachteiligungen ausgetragen? Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man, wenn man davon ausgeht, dass es da einige dann doch, glaube ich, ganz knackige Konflikte gibt, auf die wir da zusteuern, unter anderem auch durch den Alterungsprozess. Da, glaube ich, geht es dann schon darum, tatsächlich eine sozialwissenschaftliche, rechtswissenschaftliche, wie auch immer geartete Aufklärung darüber hinzubekommen, dass diese Konflikte in Bahnen ausgetragen werden, die zumindest den Kern eines demokratischen Zusammenlebens und auch den Kern von Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit nicht beschädigen. Und ich glaube, das ist schon eine relativ wichtige Aufgabe, egal wie sehr man jetzt den demografischen Faktor der Veränderung gewichtet. Ich glaube, die Aufgabe bleibt irgendwie. Und wir haben jetzt mal versucht, da einen kleinen Beitrag dazu zu leisten und werden da vermutlich auch noch ein bisschen dran weiter basteln. Aber die Zukunft ist offen. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie das alles gemacht haben. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie diesen Abend hier verbracht haben und weder vor dem Fernseher noch im Tennisverein. Vielen Dank.